Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europe Calling, der Serie von Webinaren aus Europa zu europapolitischen Themen, zu wichtigen Fragen. Diesmal gemeinsam von mir, Sven Giegold, und Michael Bloss. Michael Bloss, klimapolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Ich selbst bin der Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen und unser finanzpolitischer Sprecher. Und diesmal haben wir ein ganz besonders spannendes Thema, nämlich Fridays for Future hat beim Wuppertal-Institut eine Studie in Auftrag gegeben. Diese Studie diskutiert, wie kann Deutschland das 1,5-Grad-Ziel seinen fairen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels einlösen. Diese Studie hat viel Beachtung gefunden und die wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Und dazu freue ich mich ganz besonders über Professor Stefan Lechtenblümer und ich weiß noch gar nicht schon, Doktor, noch nicht, Dr. Jenny Kurwan. Okay, die beiden haben an der Studie zentral gearbeitet und als sozusagen Discussant die Chefin des Öko-Instituts Anke Herold. Das freut mich sehr, so dass wir zwei wissenschaftliche Perspektiven haben. Und zu den Maßnahmen, die dort vorgestellt werden, wollen wir uns ebenso anhören, die Maßnahmen, die die Grüne Bundestagsfraktion plant. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Oliver Krischer, unseren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, zuständig für alles, was piept, grünt oder auch ökologisch in Gefahr ist, also der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Klima, Umwelt, Natur. Und wir werden entsprechend auch vorgehen und ich will auch ein paar organisatorische Sachen sagen. Wir hatten so viele Anmeldungen, 2300, dass es diesmal so viele sind, dass nicht alle in das eigentliche Webinarsystem können. Ihr schaut derzeit zu auf einem parallel laufenden Livestream. Das macht erstmal gar keinen Unterschied. Ihr seht genau die gleichen Folien, hört den gleichen Personen zu. Aber ihr könnt euch nicht innerhalb des Systems mit schriftlichen Fragen zu Wort melden oder auch selber euch zu Wort melden. Das geht nur, wenn ihr nach einer Weile erneut versucht, in das System euch einzuwählen. Ihr habt gute Chancen, dass das dann klappt. Aber alle, die im System sind, können ihre Fragen stellen. Da freuen wir uns drauf, sowohl schriftlich als auch durch Nutzung des Handaufheben-Symbols. Klar, bei so vielen Leuten werden wir vermutlich nicht alle Fragen schaffen, aber wir geben uns große Mühe und werden das auch entsprechend nach Zielrichtung der Fragen verteilen. Dabei wäre noch wichtig, immer dann, wenn ihr euch einer Organisation, einer Lobby oder einem Medium oder so verbunden fühlt, dann bitte das da transparent zu machen und dazu zu schreiben. Und genauso freuen wir uns über eins, wir freuen uns hier über eine offene und auch gerne mal kritische Diskussion. Aber und dabei wird bestimmt viel Spannendes gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr auf Social Media entsprechend die Diskussion verfolgt, mit Bildern, mit Zitaten, das ist alles öffentlich und dieses Webinar wird auch aufgezeichnet, damit man es hinterher sehen kann. Allerdings wird dabei nicht eingeblendet, wer alles teilnimmt, sondern nur diejenigen, die hier reden. Das gilt aber natürlich auch, wenn ihr euch selber zu Wort meldet, dann sollte euch klar sein, dann erscheint ihr selber auch in der Aufzeichnung dieses Webinars. Ist ja logisch. Aber jetzt gehen wir in macht erstmal Michael Bloss eine thematische Einführung und dann geht's los. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Es ist wirklich großartig, dass so viele Leute zuschauen, dass es so ein großes Interesse daran gibt, was wir hier machen. Von der europäischen Ebene haben wir gerade ein großes Interesse, diese Debatte zu führen, denn wir wurden ja vor ungefähr 1,5 Jahren gewählt und das war die große grüne Welle in Europa und das Klimathema war dort auch das Bestimmende. Und seitdem versuchen wir auf der europäischen Ebene gerade beim Klimaschutz voranzugehen. Das klappt manchmal gut. Wir haben im Europäischen Parlament vor 3 Wochen ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, was wirklich seinesgleichen in der Welt sucht. Manchmal klappt es nicht so gut. Vor einer Woche haben wir Landwirtschaftspolitik verabschiedet, die eigentlich ein Rückschritt ist. Aber gleichzeitig eint uns, glaube ich, alle der Versuch, wie wir diesen Klimaschutz, wie wir es besser hinbekommen. Und Fridays for Future hat sozusagen schon 2019 bei der Europawahl dieses Thema angeschoben. Und jetzt legen sie diese Studie vor. Wie kriegen wir die 1,5 Grad hin? Und das wollen wir natürlich diskutieren und debattieren, weil das ist ja auch, das ist unser Ziel, Ziel, so schnell wie möglich beim Klimaschutz voranzukommen. Wenn man sich anschaut, das Pariser Klimaschutzabkommen ist jetzt
5 Jahre alt. Es sagt, wir sollten unter 2 Grad bleiben, mit dem Ziel 1,5 Grad zu erreichen. Vor 2 Jahren, aber 2018, hat der Weltklimarat nochmal vorgelegt und gesagt, die 1,5 Grad, die sind erreichbar, aber es sind massive Anstrengungen nötig. Und so ein bisschen hat das jetzt das Wuppertal-Institut für Deutschland gemacht und hat gesagt, die 1,5 Grad, die sind erreichbar, aber es sind massive Anstrengungen notwendig. Und wir wollen uns heute Abend einfach anschauen, erstens zu verstehen, diese Studie, was habt ihr dort eigentlich erarbeitet, was schlagt ihr genau vor? Und zweitens dann natürlich auch mit euch allen, die jetzt zugeschaltet sind, mit den Diskutierenden hier im Panel zu diskutieren, wie geht das eigentlich? Was sind die Auswirkungen? Was sind die Anstrengungen? Was würde das bedeuten? Wie können wir sozusagen unsere Politik in diese Richtung ausrichten? Und genau, da freue ich mich richtig auf diesen Abend. Also ich hoffe, ich lerne auch viel. Ich denke auch, ich werde viel lernen. Habe auch viele Fragen für mich selber mitgebracht. Und finde es eben einfach wichtig, diese Debatte zu führen mit der Wissenschaft. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Wissenschaftlerinnen heute eingeladen, mit denjenigen von Fridays for Future, die das vorgeschlagen haben. Weil eins ist klar, sozusagen, wenn es möglich ist und wenn wir es erreichen können als Gesellschaft, dann sollten wir es auf jeden Fall versuchen. Und deswegen machen wir uns jetzt auf die Suche dorthin, wie geht das, wie ist es möglich, wie kriegen wir die 1,5 Grad hin? Und bin sehr gespannt jetzt auf die Vorstellung vom Wuppertal-Institut, wie ihr vorschlagt, wie wir dorthin kommen. Vielen Dank. Stefan. Du musst ihn noch unmuten. Aufheben. Okay, kann man jetzt meinen Bildschirm sehen? Okay, gut, dann starte ich jetzt mal. Ich hoffe, alle können die Präsentation gut sehen. Ansonsten sagt mir bestimmt jemand Bescheid, weil ich das jetzt nicht kontrollieren kann. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute unsere Studie hier vorstellen können und dass die auch auf so großes Interesse stößt. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir die gemacht haben. Das ist schon gesagt worden von Sven Giegold. Fridays for Future hat uns gefragt, ob wir so eine Studie machen können. Und wir haben das dann auch mit Unterstützung der GLS-Bank gerne gemacht für Fridays for Future. Und die Studie heißt eben CO2-neutral bis 2035, Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Kannst du das noch, das Vollbild, anmachen? Ah, ja. So sehen wir noch den gesamten Bildschirm. Kann man es ein bisschen besser sehen, wenn man einen kleinen Bildschirm hat. Danke. Da sieht man auch das gesamte Projektteam. Also es waren nicht nur wir beiden, Jenny und ich, die heute vortragen, sondern eine ganze Reihe Kollegen auch mit beteiligt, weil wir auch eine ziemliche Themenbandbreite abdecken mussten in der Studie. Ganz kurz vielleicht, was wir heute erzählen wollen. Ich werde kurz eingangs auf Hintergrund und Methodik der Studie eingehen. Dann gehen wir auf die Kernstrategien. Energiewirtschaft, Gebäude, Industrie, Verkehr, also die wesentlichen Sektoren, die wir auch untersucht haben in der Studie, kommen noch ganz kurz auf das Thema, was kostet das Ganze, was wären das für Investitionen mit verbunden und haben noch ein kurzes Fazit. Mache jetzt aber direkt weiter mit Hintergrund und Methode. Und vielleicht nochmal vorab zu sagen. Entschuldigung, könntest du doch versuchen, auf die gesamte Bildschirmeinstellung zu gehen, also unter Bildschirmpräsentation auf Vollbild. Oh, das habe ich eigentlich gemacht. Ich bin auf Vollbild. Also ich sehe nur. Okay. Sieht man es? Innerhalb von PowerPoint. Ja, ich habe Vollbild. Manchmal ist es so, dass ich dann den Vollbild sehe und die anderen Referenten. Modus. Okay. Genau. Erstmal ruhig weiter dann, wenn das für euch okay ist. Ist so besser? Nee, noch nicht. Oder vielleicht wenigstens die Notizen unten weg. Ja, ich versuche mal die Notizen wegzumachen und den Rand wegzumachen und da oben das weg. Und noch ein bisschen größer. So. Okay. Na, da. Gut.
dann fange ich nochmal an mit der Methodik. Also mit der Studie, wollen wir natürlich vor allem Denkanstöße liefern. Die ist kein berechnetes Szenario und auch keine Machbarkeitsstudie. Das heißt, die ist eine klassische Wenn-Dann-Analyse. Was würde es wirklich heißen, diese 1,5-Grad-Grenze einzuhalten? Das war ja die Fragestellung. Und was würde das auch heißen, Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 zu erreichen? Das waren so die Fragestellungen, mit denen wir begonnen haben. Wir haben den Fokus auf CO2 gelegt, wegen des Budgetansatzes, auf den ich gleich komme. Und die Landwirtschaft haben wir tatsächlich ausgeklammert, vor allem auch aus Kapazitätsgründen, weil das nochmal ein ganz eigenes großes Thema ist. Da konnten wir uns einfach in dem Rahmen nicht drum kümmern. Und natürlich auch ist ganz klar zu sagen, wir haben uns nur um Deutschland gekümmert. Es ist uns allen klar, denke ich mal, dass Deutschland innerhalb von Europa und innerhalb der Welt existiert und dass es da viele Wechselwirkungen gibt. Aber in der Studie mussten wir uns halt begrenzen und haben uns eben deswegen ganz auf Deutschland beschränkt und auch wenig die Wechselwirkungen betrachtet. Wir sind eben von den Berechnungen des IPCC, die sind schon erwähnt worden, vom 1,5-Grad-Bericht zugegriffen, die eben ein globales Budget ausrechnen, CO2-Budget, nicht für alle Treibhausgase, sondern nur für CO2. Für die anderen ist das noch zu kompliziert für die Modelle. Die sind vom Sachverständigenrat für Umweltfragen in ein nationales CO2-Budget übertragen worden, mit einer sehr stark vereinfachten Annahme, nämlich pro Kopf. Wir haben dieses Budget dann verwendet und haben uns gefragt, okay, wie könnte man denn mit diesem Budget hinkommen? Was hieße das? Und da ist es einfach so, bisher gibt es dazu keine Untersuchungen, was das wirklich hieße. Es gibt aber schon einige Untersuchungen, die relativ weitgehend bis 2050 die Treibhausgasneutralität anstreben. Im Auftrag des BDI, im Auftrag der DENA sind jeweils eine Studie errechnet worden und auch das Umweltbundesamt hat gearbeitet zu dem Thema. Und wir haben uns diese bestehenden Szenarien vorgenommen und haben dann überlegt, was heißt das eben bis 2050 und was hieße das, wenn man versuchen würde, eben dieses schon bis 2035 in den schon genannten Sektoren Energiewirtschaft, Grundstoffindustrie, Verkehr, Gebäude zu erreichen. Soweit erstmal sozusagen grob unsere Methodik, die wir angewandt haben. Ich gehe jetzt... Jetzt habe ich gerade das Problem. Ich würde da gerne die nächste Folie sagen. Ach, jetzt habe ich eine neue Folie. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht entschieden genug gedrückt. Zum Budgetansatz. Aus den Klimamodellen und auch ohnehin aus der Physik ist ja klar, die CO2-Emissionen letztlich zählen nicht die jährlichen CO2-Emissionen, sondern die Menge CO2, die sich in der Atmosphäre befindet. Und gerade CO2 bleibt ja extrem lange drin. Und deswegen ist eigentlich entscheidend, wie viel CO2 wir noch emittieren dafür, was für eine Temperaturerhöhung wir bekommen. Natürlich mit jeder Menge Unsicherheiten und der IPCC hat eben die hier auf der Folie zu sehenden Budgets berechnet. Hier ist einmal für 1,75 Grad und 1,5 Grad und dann mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Einmal 67% Wahrscheinlichkeit, die Grenze einzuhalten und einmal nur 50%. Und wir haben uns bezogen hier auf dieses globale Budget von eben noch 580 Milliarden Tonnen CO2, die der IPCC meint, dass wir global noch emittieren könnten bis zum Jahr, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Diese Budgets haben ihre Grenzen, die stehen hier auf der Folie. Ich gehe da jetzt mal nicht im Detail drauf ein. Und die nächste Folie zeigt eben, was hieße das für Deutschland, wenn man den deutschen Anteil mit einer reinen Pro-Kopf-Umrechnung umrechnen würde. Und da kommt man eben mit der 50% Wahrscheinlichkeit auf ein Budget für Deutschland von noch 4,2 Milliarden Tonnen. Hört sich viel an, aber wenn man bedenkt, dass wir momentan immerhin nur noch 800 Millionen Tonnen pro Jahr emittieren, weiß auch jeder, der ein bisschen Kopf rechnen kann, dass es in wenigen Jahren diese 4,2 Milliarden beim jetzigen Niveau aufgebraucht wären. Aber man muss dazu sagen, bei den Budgets die Prämisse gleiche globale Pro-Kopf-
Emissionen. Und es wären tatsächlich andere Alternativen dazu denkbar, die wir auch ansprechen in der Studie. Man könnte den Ausgangspunkt zugrunde legen bei den Pro-Kopf-Emissionen und dann eben über verstärkte internationale Kooperationen das ausgleichen. Es gibt natürlich auch Szenarien, auch beim IPCC, die sehr signifikant Negativ-Emissionen berechnen. Das ist aber auch ein schwieriges Thema, deswegen haben wir die hier explizit außen vor gelassen. Und es gibt natürlich auch ganz klar die Argumentation, mit dem Budgetansatz, wenn man den auf andere Länder übersetzen würde, gibt es eben einige Entwicklungs- und auch Schwellenländer, die heute noch deutlich unter dem Level sind, was sie eigentlich dann emittieren könnten und für die es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt sozusagen noch ein, zwei Jahrzehnte eine nachholende Entwicklung zu machen, Treibhausgase zu emittieren, in emittierende Technologien zu investieren, um dann sehr, sehr schnell wieder zurückzufallen. Auch hier diesen Ländern könnte man natürlich entsprechend helfen und da würden dann eventuell auch Budgets frei werden. Also so viel vielleicht zu dem Budgetansatz, den wir eben mit diesem sehr einfachen normativen Pro-Kopf-Ansatz umgerechnet haben. Hier nochmal kurzer Überblick über die von uns untersuchten Szenarien. Eben das 95%-Szenario des BDI, das hat das 95%-Szenario der DENA. Beide haben auch weniger ambitionierte Szenarien. Und zwei Szenarien des Umweltbundesamts, Green EE und Green Supreme, die beide noch ein wenig ambitionierter sind. Hier auch nochmal, wie gerade schon erwähnt, die untersuchten Sektoren. In 2019 hatten wir eben gut 800 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenzemissionen in Deutschland. Davon entfielen eben fast ein Drittel auf den Energiesektor, fast ein Viertel auf die Industrie, genau ein Fünftel auf den Verkehr und 15% auf die Gebäude. Landwirtschaft und sonstige Sektoren, eben etwa 10%, wurden von uns nicht betrachtet. So viel vielleicht der Vorrede. Und jetzt gehen wir direkt in die Sektoren und wir starten mit der Energiewirtschaft. Ja, die Energiewirtschaft ist der erste Sektor, den wir uns angeschaut haben. Und sie ist tatsächlich der Schlüsselsektor für CO2-Neutralität. Sie sehen hier auf der Grafik, dass die Emissionen der Energiewirtschaft in den letzten 30 Jahren erfreulicherweise um mehr als 40% gesunken sind. Das lag vor allem am Ausbau der erneuerbaren Energien. Da allerdings aktuell gerade der Ausbau der Windenergie vor allem an Land eingebrochen ist, können wir nicht davon ausgehen, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren automatisch fortsetzen wird. Wir sehen hier auf der Grafik auch, dass der allergrößte Teil der Emissionen aus der Energiewirtschaft aus der Kohlenutzung stammt, nach wie vor. Das ist der graue Balken. Für ein CO2-neutrales Energiesystem steht die Energiewirtschaft deshalb vor allem zwei Herausforderungen. Erstens muss die inländische Stromerzeugung vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Und zweitens muss die Energiewirtschaft treibhausgasneutrale Brennstoffe in ausreichender Menge bereitstellen. Beginnen wir hier mit der Stromerzeugung. Wir werden in Deutschland in Zukunft immer mehr Strom benötigen. Das liegt daran, dass zunehmend auch Bereiche, die bisher mit anderen fossilen Energieträgern versorgt wurden, zukünftig mit grünem Strom versorgt werden, zum Beispiel Autos. Aber auch im Bereich der Gebäude, Wärmepumpen zur Heizung oder verschiedene Prozesse in der energieintensiven Industrie. Die gute Nachricht ist, auch bei einem entsprechend erhöhten Strombedarf ist eine Erzeugung aus 100% Erneuerbaren ökonomisch und technisch machbar. Allerdings ist es dafür zwingend notwendig, den Ausbau von Windenergie und Photovoltaik massiv zu beschleunigen. Und zwar sowohl gegenüber heute als auch gegenüber den Zielen der Bundesregierung. Die von uns betrachteten Szenarienstudien legen nahe, dass für ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 jedes Jahr mindestens 15 Gigawatt an Wind- und PV-Anlagen neu zugebaut werden müssen. Das sehen Sie hier in der unteren roten Linie. Und dazu muss ich sagen, 15 Gigawatt ist tatsächlich eine absolute Mindestmenge und reichen nur dann aus, wenn zusätzlich im großen Umfang Wasserstoff und synthetische Energieträger importiert werden. Falls dieser Import nicht im großskaligen Umfang realisiert werden kann oder soll,
Dann ist eher ein jährlicher Bruttozubau in der Größenordnung von 25 bis 40 Gigawatt notwendig. Das sehen Sie hier an den Szenarien rechts. Um das hinzukriegen, braucht vor allem das aktuelle Sorgenkind, die Windenergie an Land, einen neuen Anschub. Dazu könnte zum Beispiel eine stärkere Beteiligung von Anwohnenden am Gewinn der Anlagen beitragen. 100% Erneuerbare heißt im Umkehrschluss natürlich auch 0% Fossile. Das heißt, die Verstromung von Kohle und auch von Gas müsste allerspätestens bis 2035 vollständig beendet sein. Gleichzeitig zum Ausbau der erneuerbaren Energien ist es auch entscheidend, dass wir die Versorgung mit grünem Wasserstoff und mit klimaneutralen synthetischen Energieträgern schnell hochfahren. Das sehen Sie hier auf dieser Folie. Für ein klimaneutrales Energiesystem werden voraussichtlich ca. 400 bis 900 Terawattstunden an Wasserstoff und an synthetischen Energieträgern benötigt. Damit Deutschland zumindest einen Teil davon selbst decken kann, sollten wir die inländischen Wasserstoff-Elektrolysekapazitäten bis 2035 ungefähr auf 70 bis 90 Gigawatt hochgefahren haben. Das wären 7 bis 9 Mal so viel wie in der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vorgesehen. Das könnte aber auch zu positiven Wertschöpfungseffekten und Innovationsimpulsen führen. Trotzdem wird Deutschland wohl voraussichtlich einen großen Teil seines Wasserstoffbedarfs über Importe decken. Dafür sollten wir anfangen, internationale Partnerschaften auf Augenhöhe mit Exportländern aufzubauen. Und natürlich ist der Import von Wasserstoff nur aus solchen Ländern ökologisch sinnvoll, ihren eigenen Energiebedarf bereits zu 100% aus erneuerbaren Energien decken können oder mindestens auf dem Weg dorthin sind. Klar ist auch, bis 2035 eine angemessene Versorgung mit Wasserstoff zu gewährleisten, das wird keine leichte Aufgabe. Deshalb sollten wir unbedingt die Nutzung von Wasserstoff und auch von synthetischen Energieträgern auf die Anwendung konzentrieren, in denen eine direkte Stromnutzung nicht sinnvoll möglich ist. Das ist zum Beispiel bei der Stahlerzeugung und wahrscheinlich auch im Schiffs- und Flugverkehr der Fall. Um die Produktion von Wasserstoff und synthetischen Energieträgern in Schwung zu bringen, wäre zum Beispiel eine Quote für synthetische Energieträger in der Öl- und Gaswirtschaft denkbar. Im Idealfall natürlich auf europäischer Ebene. So viel zur Energiewirtschaft. Das war ein kurzer Ritt durch einen komplexen Sektor. Jetzt kommen wir zum Gebäudebereich. Der Gebäudesektor ist, wie Herr Lechtenbühmer gerade schon gesagt hat, für ca. 15% der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und die größte Aufgabe wird hier darin liegen, den Wärmebedarf für Raumwärme und für Warmwasser klimaneutral herzustellen. Nächste Folie. Für eine CO2-neutrale Transformation des Gebäudesektors bis 2035 brauchen wir eine Dreifachstrategie aus Suffizienz, Effizienz und Konsistenz. Das heißt, wir fragen danach, wie viel Wohnfläche ist genug? Wie effizient sollten die Gebäude sein? Und womit wollen wir sie beheizen? Kommen wir mal zum ersten, nämlich zu der Frage nach der zu beheizenden Wohnfläche. Wir sehen auf dieser Grafik, dass die Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen ist. Von rund 19 Quadratmetern Anfang der 1960er Jahre auf knapp 47 Quadratmeter pro Person heute. Diese Entwicklung hat gerade im Vergleich zu den 60er Jahren die Wohn- und damit auch die Lebensqualität vieler Menschen deutlich verbessert. Allerdings ist dadurch auch die Fläche, die beheizt werden muss, und damit der Raumwärmebedarf stark gestiegen. Einmal abgesehen von anderen Problemen wie steigende Wohnraumknappheit in Großstädten. So, und wenn wir uns jetzt die Prognosen anschauen, dann geht das Statistische Bundesamt davon aus, dass die Pro-Kopf-Wohnfläche weiter ansteigen wird. Und hier ist es an der Zeit, die Frage zu stellen, wie viel Wohnfläche ist für ein gutes Leben genug? Wenn wir Klimaneutralität bis 2035 erreichen wollen, ist es auf jeden Fall hilfreich, den Trend der steigenden Pro-Kopf-Wohnfläche zu verlangsamen und möglichst sogar leicht umzukehren durch flexiblere Nutzungsformen.
Kommen wir zur Effizienz. Hier liegt die größte Herausforderung in der energetischen Sanierung. Um bis 2035 CO2-neutral zu sein, wäre es notwendig, die Sanierungsrate auf rund 4% zu steigern. Das ist wirklich eine beispiellose Höhe. In den vergangenen Jahren wurde nur 1% erreicht. Da der kleine Status quo-Balken. Das aktuelle Ziel der Bundesregierung liegt bei 2%. Neben der Erhöhung der Sanierungsrate müsste auch die Sanierungstiefe, das heißt der durch die Sanierung erreichte Effizienzstandard, weiter erhöht werden. Optimal wäre hier der Passivhausstandard oder mindestens KfW 55. Um die Sanierung in diesem wirklich beispiellosen Ausmaß voranzutreiben, werden wir einen Mix aus Anreizen, Regulation und Information und Beratung brauchen. Denkbar wäre zum Beispiel eine Verpflichtung zur Sanierung bei Verkauf oder Vererbung oder auch sowas wie die Einführung des seriellen Sanierens. Das erproben Sie in den Niederlanden gerade. Und ganz wichtig, damit so viele Gebäude überhaupt saniert werden können, muss dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegengewirkt werden. Kommen wir zur letzten Strategie im Gebäudesektor, nämlich der Konsistenz und die Frage danach, womit beheizen wir die Gebäude? Derzeit ist es so, dass fossile Heizungen noch 80% aller Neuinstallationen ausmachen. Das heißt, 4 von 5 neu angebauten Heizungen werden mit fossilen Brennstoffen, in der Regel Gas, betrieben. Das muss sich natürlich rasch ändern. Und zwar auch vor 2026, wie die Bundesregierung es vorsieht. Für eine klimaneutrale Gebäudeheizung ist es auch nicht sinnvoll, großflächig auf synthetische Energieträger zu setzen. Das hatten wir vorhin schon bei der Energiewirtschaft. Denn die Erzeugung von synthetischen Energieträgern ist zum einen mit hohen Umwandlungsverlusten verbunden und zum anderen werden die einfach in anderen Bereichen wie der Industrie dringender benötigt. Stattdessen wäre für die Gebäude die effizienteste Strategie die direkte Elektrifizierung. Sie sehen hier in der Grafik, da ist ganz schön viel Orange in den Klimaschutzszenarien und das sind elektrische Wärmepumpen. Das heißt, für CO2-Neutralität bis 2035 ist es sinnvoll, den Anteil der Wärmepumpen auf 60-80% zu erhöhen. Der Rest wird dann über Solarthermie und auch über Nah- und Fernwärme gedeckt. Dafür muss die Nah- und Fernwärme ebenfalls grün werden. Soweit zum Gebäudesektor und damit übergebe ich. Genau. Der nächste Sektor, den wir uns angesehen haben, ist die Industrie. Auch ein sehr, sehr wichtiger Sektor, in dem sehr viel passieren muss. Wir sehen, die Industrie ist ein wichtiger Anteil der Treibhausgasemissionen und hat gerade bis ungefähr 2005 es auch geschafft, die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Seitdem ist es aber in dem Bereich sehr stark zum Stillstand gekommen und hat nur noch wenig Reduktionen gegeben. Insgesamt also rund 22% der deutschen Treibhausgasemissionen, fast ein Viertel. In der Industrie ist es so, dass ein Großteil, und darauf konzentriere ich mich jetzt, der Treibhausgasemissionen des Energiebedarfs tatsächlich in der Grundstoffindustrie, also in der Stahl-, Grundstoffchemie, Zement-, Papier-, Keramikindustrien, also in den Bereichen wirklich entstehen, die aus Rohstoffen dann die Materialien machen. Und deswegen ist es in den Bereichen der Industrie eben auch zentral vorne anzufangen. Also was können wir tun, um mehr aus diesen Materialien, aus diesen emissionsintensiven Stoffen zu machen. Also über verstärkte Kreislaufführung, auch im Baubereich, wo es besonders schwierig ist, aber auch im Kunststoffbereich über die Substitution emissionsintensiver Güter. Also was können wir tun, im Bereich Holzbau etc. Zu gehen. Und dann natürlich auch die mit Sicherheit weiter signifikanten Mengen, die wir brauchen, aus den Grundstoffen eben möglichst emissionsfrei zu erzeugen. Und das geht eben durch eine Umstellung der Verfahren, insbesondere auf Elektrifizierung. Das geht aber in vielen Bereichen der Grundstoffindustrie eben nicht durch direkte Elektrifizierung, sondern zum Beispiel im Stahlbereich, aber auch im Bereich der Chemie gibt es viele Bereiche, wo das besser funktioniert mit Wasserstoff.
Es gibt auch noch einzelne Bereiche, wie zum Beispiel die Zementindustrie, wo wir prozessbedingte Emissionen haben, die wir gar nicht vermeiden können oder nicht vollständig vermeiden können, wo es wahrscheinlich nicht ohne Kohlenstoffabscheidung und Lagerung funktioniert. Der Vorteil oder ein Vorteil in der Industrie ist, dass viele industrielle Anlagen in den nächsten Jahren eigentlich reinvestiert werden müssen. Gerade in der Stahlindustrie steht da sehr viel an, aber auch in anderen Branchen. Und die deutsche Industrie steht da momentan tatsächlich vor einem Problem. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich diese Stoffe und wenn die in Deutschland nicht mehr produziert würden, würden sie aus dem Ausland kommen. Das würde dem Klima nicht unbedingt helfen. Auf der anderen Seite ist momentan allen in der Industrie klar, sie können eigentlich kaum investieren in Technologien, von denen man heute weiß, dass sie im Laufe ihres Lebens dann nicht mehr tragbar sind, klimapolitisch. Und das ist eben so, in der Industrie reden wir vielfach oder gerade in dieser Grundstoffindustrie über lange Anlagenlebensdauern und Reinvestitionszyklen von bis zu 50 und manchmal sogar mehr Jahren. Das heißt, alles, was in der Industrie jetzt investiert wird, wird im Grunde um 2035 und danach noch stehen und betrieben werden müssen. Das heißt, das muss eigentlich jetzt schon klimaneutralitätskompatibel sein. Gleichzeitig haben wir das Problem, wir haben einiges an Schlüsseltechnologien inzwischen da. Wir wissen, wie man Grundstoffe wie Stahl, wie chemische Produkte, wie Kunststoff klimaneutral herstellen kann. Aber die Technologien sind noch nicht technisch reif. Das heißt, die müssen entwickelt werden. Das braucht ein wenig Zeit. Da müssen wir uns sehr beeilen. Und natürlich sind sie zunächst mal nicht wirtschaftlich. Und viele von denen werden es auch so schnell nicht werden unter den jetzigen Bedingungen. Das heißt, wir haben eigentlich hier die Herausforderung, dass wir eine noch nicht völlig klare technologische Entwicklung haben, dass wir das Problem haben, wenn in Technologien investiert wird, dann ja auch in großem Maßstab, wir auch möglicherweise Fehler machen werden. Das heißt, wir werden investieren müssen in neue Technologien, die möglichst die richtigen sind, aber es kann sich auf dem Weg als auch ein zum Teil teure Fehlinvestition erweisen. Ein weiterer Bereich ist, all diese grünen Technologien brauchen immer noch sehr, sehr viel Energie. Wir haben anders als in den anderen Bereichen hier häufig keine echten Effizienzgewinne dann mehr, auch nicht, wenn wir auf Strom oder Wasserstoff umsteigen. Das heißt, wir brauchen für die Grundstoffindustrie eben sehr viel grünen Strom, sehr viel grünen Wasserstoff und dafür müssen entsprechende Infrastrukturen erst noch aufgebaut werden. Hinzu kommt natürlich die Problematik, dass Strom und Wasserstoff, so günstig sie inzwischen geworden sind, immer noch teurer sind als zum Beispiel Kohle. Das heißt, viele dieser Industrien, die sich ja im scharfen internationalen Wettbewerb befinden, werden auch dauerhaft Schwierigkeiten haben, das direkt zu refinanzieren. Das heißt, da ist auch tatsächlich ein hoher Bedarf an staatlicher Unterstützung gegeben. Weil es das nicht passiert, gibt es da eben ganz massive Gefahr des Carbon Leakage. Das heißt, Unternehmen können dann nicht mehr weiter hier produzieren, weil es einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist mit ausländischen Angeboten. Der nächste Sektor, den ich kurz vorstellen will, ist der Verkehr. Und hier mache ich auch einen Fokus auf den Personenverkehr. Insgesamt, der Verkehrssektor ja relativ bekannt, war 1990 verantwortlich für 13% der deutschen Treibhausgasemissionen, inzwischen schon für 20%, allein aus der Tatsache, dass der Verkehr eigentlich im Gegensatz zu allen anderen Sektoren keine Emissionsmengen in der Vergangenheit eingespart hat. Zwar sind die Autos etwas effizienter geworden, aber das ist alles aufgefressen worden durch größere Verkehrsmittel, durch mehr Fahrten etc. Was können wir im Verkehr tun? Die 3V-Strategie ist eigentlich schon sehr bekannt. Ich will sie trotzdem noch mal hier kurz nennen. Also weniger durch effizientere Logistik, aber auch durch weniger Personenverkehre, kürzere Wege, kürzere Lieferketten, verlagern natürlich, also sprich weniger im motorisierten Individualverkehr, mehr ÖPNV und natürlich verbessern. Also
Auch hier ist ja das Thema Elektrifizierung ein ganz wichtiges im Verkehr, mit denen wir dann den Verkehr dann mit weniger Emissionen abwickeln können. Die Szenarien zeigen das auch. Der erste Punkt, Verkehrsverlagerung. Hier gibt es eine relativ große Bandbreite, aber alle Szenarien sind sich eigentlich einig, dass wir sehr deutlich Verkehrsanteile von Pkw auf den Umweltverbund verlagern müssen. Und auch bei der Energiewende. Hier sehen die Szenarien in diesem Fall bis 2050. Bei 2035 müsste das deutlich schneller erfolgen. Eben im Ziel alle im Grunde genommen keine fossilen Energieträger mehr, sondern ganz maßgeblich eben Elektromobilität, eventuell noch Hybridfahrzeuge. Einige Szenarien setzen auch stark auf das Thema Wasserstoff. Das heißt, wir brauchen eben hier einen starken Umschwung auch bei den Antrieben. Und ganz rechts kann man sehen, im Green Supreme Szenario des Umweltbundesamts, bei den anderen ist es weniger deutlich, wir werden auch weniger Fahrzeuge haben und natürlich auch weniger Fahrleistung. Insgesamt nach unserer Abschätzung, wenn wir wirklich das Ziel CO2-Neutralität 2035 schaffen wollen, müssten wir eigentlich den Automobilverkehr bis 2035 halbieren, parallel die Kapazität des öffentlichen Verkehrs verdoppeln. In den Städten müsste sich das sogar noch deutlicher abspielen. Das heißt, wir müssten da auf ein Drittel des heutigen Pkw-Bestands herunterkommen und dafür natürlich entsprechend Radinfrastrukturen, ÖPNV ausbauen, Dinge wie City-Maut, Tempolimits, Reduzierung von Fahrspuren und Parkplätzen sind alles eigentlich bekannte Maßnahmen, die in sehr konsequent ergriffen werden müssten. Sinnvoll wäre vermutlich auch ein Moratorium für den Fernstraßenbau. Und wir müssten natürlich die meisten verbleibenden Verbrennungs-PKWs bis 2035 wahrscheinlich vor allem durch batterieelektrische Fahrzeuge ersetzen. Das heißt, an sich müssten wir relativ bald zu einem Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren kommen oder ähnlich wirkenden Maßnahmen. Wir müssten es schaffen, die Neuzulassung von Elektroautos auf 2 Millionen pro Jahr zu steigern. Im Vergleich zu heute 3,6 Millionen insgesamt wären das also über 50% Marktanteil, den wir sehr schnell erreichen müssten. Da gibt es Beispiele, zum Beispiel aus Frankreich über eine Zulassungssteuer etc., wie so etwas funktionieren könnte. Aber man sieht, es sind sehr drastische Strategien, die wir da ergreifen müssten im Verkehr. Weil unsere Zeit, glaube ich, begrenzt ist, gehe ich noch sehr kurz auf die möglichen Kosten der Transformation ein. Ich glaube, das, was wir gesagt haben, zeigt sehr deutlich, bis 2035 CO2-neutral zu werden, ist eine massive Transformation. Das wird sich in allen Lebensbereichen auch sehr, sehr deutlich bemerkbar machen. Und es kostet natürlich auch. Auch hier haben wir keine eigenen Untersuchungen gemacht, sondern geschaut, was sagen uns die bisherigen Szenarien. Und die schätzen eben ein, dass eine Treibhausgasneutralität bis 2050 etwa 50 bis 70 Milliarden Euro pro Jahr an Mehrinvestitionen bedeutet. Mehrinvestitionen sind ja nicht automatisch mehr Kosten, sondern die schaffen natürlich auch positive ökonomische Effekte. Wenn wir das Ganze auf 2035 beschleunigen würden, würde der Investitionsbedarf pro Jahr natürlich deutlich steigen. Wir schätzen ab grob 100 Milliarden Euro, was sich in etwa auf 3% des Bruttoinlandsprodukts des Jahres 2019 belaufen würde. Eine Summe, die sicherlich signifikant ist, aber die natürlich sehr viele auch positive Wirtschaftsimpulse enthält. Und der natürlich insbesondere die Nutzen der Transformation, also vermiedene Klimaschäden, weniger Schadstoffemissionen, über Verkehrstote will ich gar nicht sprechen, positive Arbeitsplatzeffekte, Investitionsdynamiken, alle nicht entgegengerechnet sind. Grundsätzlich ist das natürlich aber ein sehr signifikantes Programm. Nicht nur technisch, das haben wir, glaube ich, gezeigt, sondern ich glaube auch ökonomisch reicht es nicht, diese Kosten sich mal vor Augen zu führen, sondern ich glaube, da muss man grundsätzlich auch über unsere Ökonomie nachdenken, wie wir es hinbekommen, sozusagen diese Transformation so zu nutzen, dass sie unsere Wirtschaft besser und uns selber wohlhabender macht, im Gegensatz zu heute. Das wären sehr grundlegende Veränderungen, über die wir da reden. Ich komme
überschlag das mal und komme direkt zum Fazit. Insgesamt zeigt unsere Studie halt, für eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad wären nach jetzigem Stand des Wissens bei gleicher globaler Pro-Kopf-Verteilung eben für Deutschland eine CO2-Neutralität bis 2035 notwendig. Aber es gibt natürlich auch andere Interpretationen des Paris-Ziels. Insbesondere in den kommenden 5 Jahren, das heißt in der nächsten Legislaturperiode, müssten die Emissionen sogar überproportional abnehmen, denn sonst reicht das Budget noch nicht mal bis 2035. Und zentrale Strategien, wir haben sie, glaube ich, gerade schon ausführlich erwähnt, wären zum Beispiel 25.000 MW pro Jahr erneuerbare Stromerzeugung, Vervierfachung gegenüber heute. Beimischungsquoten für synthetische Energieträger, um fossile Energie aus Gebäuden und Verkehr schrittweise zu verdrängen. Halbierung des Pkw-Verkehrs in den Städten sogar auf ein Drittel. 4% aller Gebäude energetisch sanieren. Und das könnte ich jetzt noch ein bisschen fortsetzen, aber würde mich wiederholen. Und unser Fazit aus der Studie ist im Grunde genommen, CO2-Neutralität bis zum Jahr 2035 wäre technisch und ökonomisch unserer Ansicht nach zwar extrem anspruchsvoll, und da sind wir in einer Meinung mit dem IPCC, aber grundsätzlich durchaus noch möglich. Wir zeigen aber auch in der Studie, dass es große Hemmnisse und davon abgesehen auch immense Kraftakte bedeuten würde, solches Ziel wirklich zu erreichen. Das heißt, im Grunde genommen, ob sich das Ziel tatsächlich realisieren lässt, hängt noch viel mehr als von technischen und ökonomischen Aspekten davon ab, ob die Gesellschaft dazu wirklich bereit ist und ob wir es schaffen, einen massiven politischen Fokus auf die notwendige Transformation zu legen. Wir sehen das gerade jetzt. Der Fokus in der Politik, in den Medien ist gerade auf was ganz anderem, nämlich Corona. Das kann man bedauern, weil er nicht auf Klimaschutz ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, was sein müsste, wenn wir den Klimaschutz, der ja mindestens eine so wichtige Krise ist, auch ernst nehmen. Da müssen wir eigentlich sehr schnell dahin kommen, dass wir so einen massiven politischen Fokus eben auch auf diese notwendige Transformation ausrichten. Und ein letzter Punkt, es ist, glaube ich, sehr, sehr klar geworden aus den wenigen Analysen, die wir machen konnten, dass angemessene Beiträge zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze nicht ohne breite gesellschaftliche Zustimmung und Teilhabe möglich sind. Und hierfür müssen wir eben insbesondere sehr darauf achten, dass wir hier einen gerechten, auf soziale Aspekte und breite Beteiligung achtenden Prozess zur Zielerreichung erhalten. So viel vielleicht ganz kurz von unserer Studie, die ja in vollständiger Form im Netz verfügbar ist. Herzlichen Dank. So. Ja, vielen Dank an euch beide für diese großartige Zusammenfassung. Das muss schwierig gewesen sein. Und jetzt das an die Geschäftsführerin des Öko-Instituts und ebenso Expertin für Klimaschutz, Anke Herold. Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser überaus spannenden Debatte. Das Öko-Institut hat in der vergangenen Woche ebenfalls eine Studie mit dem Titel Klimaneutrales Deutschland veröffentlicht. Auch hier haben die Kolleginnen vom Wuppertal-Institut mitgearbeitet. Die Studie, die gerade vorgestellt wurde, fokussiert ja auf die CO2-Neutralität und berücksichtigt die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft und der Landnutzung nicht. Die Landwirtschaft ist aber für 12% der Emissionen in Deutschland verantwortlich. Daher möchte ich meinen Beitrag heute Abend unbedingt mit den entscheidenden Strategien aus der Landwirtschaft ergänzen. 3 Bereiche sind dabei besonders wichtig. Ungefähr 40% der Emissionen aus der Landwirtschaft kommen aus den Stickstoffeinträgen in die Böden durch Düngemittel und Gülle. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie setzt einen Grenzwert oder ein Limit von 70 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr für die Einträge, denn das ist das Maximum, was die Pflanzen auf den Feldern aufnehmen können. Im Durchschnitt in Deutschland werden jedoch 180 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr ausgebracht. Das heißt mehr als 100 Kilogramm Stickstoff pro Hektar mehr, als die Pflanzen verwerten können. Dieser Stickstoff schädigt durch die Lachgasemissionen das Klima und belastet als Nitrat das Grundwasser. Und diese Emissionen sind komplett überflüssig. Für die grüne Landesregierung in Baden-Württemberg hat das Öko-Institut das Instrument einer Stickstoffüberschussabgabe ausgearbeitet.
Dabei müssten die Betriebe eine Abgabe zahlen, wenn sie mehr Stickstoff ausbringen, als die Pflanzen aufnehmen können. Damit würden diesen unnötigen Emissionen endlich entsprechend teuer. Weitere 40% der Emissionen aus der Landwirtschaft kommen aus der Rinderhaltung. Das ist der zweite wichtige Bereich. Insgesamt hilft da nur eine deutliche Reduktion der Tierbestände. Wenn wir die finanzielle Unterstützung der Landwirte endlich an den Klimaschutz und das Tierwohl koppeln würden und nicht mehr nur an die Zahl der Rinder, dann würde sich diese nicht nachhaltige Produktion auch schnell ändern. Und drittens haben wir in der Landwirtschaft ein enormes CO2-Einbildungspotenzial durch die Wiedervernässung von trainierten Mooren. Aus unserer Sicht gibt es da ein Minderungspotenzial von ca. 11 Millionen Tonnen CO2. In keinem anderen Bereich als der Landwirtschaft wissen wir schon so lange, wie eine nachhaltige Produktionsweise aussieht. Hier brauchen wir weder neue Technologien noch neue Erfindungen. Wir brauchen nur eine andere Agrarlobby. Die Emissionen aus der Landwirtschaft lassen sich jedoch nicht vollständig reduzieren, da sie mit den biologischen Prozessen in der Natur zusammenhängen. In unserem Szenario verbleiben am Ende im treibhausgasneutralen Deutschland immer noch 44 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus der Landwirtschaft. Diese Emissionen müssen ausgeglichen werden, entweder durch negative Emissionen oder durch Treibhausgassenken. Dafür brauchen wir auch neue Technologien wie Bioenergie mit Carbon Capture und Storage, die Abscheidung von CO2 aus der Luft und die Speicherung in grünen Polymeren oder in geologischen Speichern. In einem Szenario, das wir Waldvisionen genannt haben für Greenpeace, hat das Öko-Institut auch berechnet, welche Senkenpotenziale der Umbau unserer Forstwirtschaft zu einer ökologischen Waldbewirtschaftung bringt. Aber auch die Bäume wachsen langsam. Hier sind die Veränderungspotenziale bis 2035 begrenzt. Aber in 2050 könnten wir eine zusätzliche Senkenwirkung von ca. 40 Millionen Tonnen CO2 erreichen. Wir wissen aber nicht, wie stark der Klimawandel die Wälder schädigen wird. Und es kann daher niemand genau sagen, wie sicher wir mit einer höheren Senkenwirkung der Wälder wirklich rechnen können. Daher haben wir die Senkenwirkung der Wälder in unserer Studie Klimaneutrales Deutschland nicht mit in die Reduktionsstrategie eingerechnet. Unsere Studie entscheidet sich jedoch deutlich im Tempo der Reduktion von dem, was wir gerade gehört haben. Und Treibhausgasneutralität wird erst im Jahr 2050 erreicht. Es gibt aus unserer Sicht Trägheiten bei der Umsetzung, die wir nicht einfach wegdiskutieren können. Zum Beispiel bei dem Ausbau der Infrastrukturen, neue Bahntrassen kommen wir nicht in 15 Jahren geplant und gebaut. Was wir da heute planen, ist erst in 2050 Realität. Wir haben Trägheiten beim Markthochlauf neuer Technologien. Wir haben auch Trägheiten in den Planungsprozessen. Das sehen wir ja gerade bei den erneuerbaren Energien und den Stromnetzen. Und wir müssen Investitionszyklen beachten. Stefan hat ja auch gerade gezeigt, dass es Anlagenlebensdauern von bis zu 50 Jahren gibt. In den grundlegenden Strategien und in den Kernelementen der Strategien unterscheiden wir uns jedoch nicht. Als Wissenschaftlerin möchte ich auch noch darauf verweisen, dass die globalen Budgets im IPCC 1,5-Grad-Bericht auch mit hohen Unsicherheiten verbunden sind. Wenn man diese 580 Milliarden Tonnen globales Budget für 1,5 Grad bei 50% Wahrscheinlichkeit nimmt, dann haben wir plus minus 400 Milliarden Tonnen Unsicherheit durch das Verständnis der Mechanismen bei der Klimaerhitzung. Wir haben eine zusätzliche Unsicherheit von plus minus 250 Milliarden Tonnen durch die Annahmen zu den historischen Emissionen. Da sieht es so aus, als ob diese Unsicherheiten gerade noch deutlich steigern. Und wir haben eine große Unsicherheit, weil das Budget nur auf CO2 bezogen ist und die Nicht-CO2-Emissionen nicht mit betrachtet. Im letzten Entwurf für den nächsten IPCC-Bericht, der im April 2021 erscheint, war das Budget für das 1,5-Grad-Ziel, was wir jetzt hier betrachtet haben, von 580 Milliarden Tonnen auf 390 Milliarden Tonnen geschrumpft. Und die Unsicherheiten sind weiter gestiegen. Ob das im finalen Bericht so bleibt, kann ich nicht sagen. Es stellt sich aber die Frage,
wie sehr wir auf diese Zahl fokussieren sollten, denn es kann schon im April heißen, dass wir dann Klimaneutralität mit der gleichen Rechenweise in 2030 oder in 2025 erreichen müssen. Wir müssen die Strategien, die hier vorgestellt wurden, so schnell wie möglich umsetzen. Das ist allen klar und die Elemente mit den größten Trägheiten in der Umsetzung sind am dringlichsten. Und damit können wir auch ohne, meiner Ansicht nach, auch ohne das Wissen um das genaue Budget für Deutschland beginnen. Denn die Strategien, die wir brauchen, sind aus sehr vielen Studien inzwischen sehr klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Selbst wenn die Bemerkung zum verbleibenden CO2-Budget mit Blick auf den Entwurf des nächsten IPCC-Berichtes natürlich mich erst haben kurz geschockt. Aber das gebe ich gleich weiter. Oliver Krischer lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass er nicht nur für Dinge, die piept oder zirpen, zuständig ist, sondern auch für alles, was brummt, weil er sich nämlich auch mit Verkehrspolitik beschäftigt und da gerade erst heute im Untersuchungsausschuss zu der ganzen Mautdesaster war. Oliver Krischer stellt jetzt vor, was die Grünen im Bundestag in Sachen Klimaschutz planen. Bitte, Oliver. Ja, herzlichen Dank, Sven. Ganz vieles, was ich gerade gehört habe, das taucht jetzt auch bei mir wieder auf. Also insofern kann ich mich da an der einen oder anderen Stelle kurz fassen. Ich hoffe, alle sehen jetzt meine Präsentation. Ja, ich sehe zumindest niemanden, der was sagt, da ist nichts zu sehen. Und ich kann es nur schlaglichartig machen, weil Sven hat mir gesagt, du darfst alles sagen, nur nicht länger als 10 Minuten. Da versuche ich mich dann dran zu halten und einfach an der Stelle durch die Sektoren zu gehen. Ich will aber, weil mein Part ja ist, eine politische Einordnung auch ein bisschen zu bringen, erst noch eine allgemeine Bemerkung machen. Auch gerade, was wir von der Kollegin und dem Kollegen vom Wuppertal-Institut gehört haben, was den Handlungsdruck angeht. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist Ergebnis einer, ja, ich sag mal, fast 15 Jahre lang andauernden Stillstands. Wir haben viele Klimadebatten erlebt im Laufe dieser Jahre. Viele werden sich daran erinnern, dass Angela Merkel oft über Klimaschutz geredet hat. Und ich kann mich an sehr viele Bundestagsdebatten erinnern. Ich kann mich auch an viele Ankündigungen erinnern. Aber immer dann, wenn es konkret wurde, immer dann, wenn Maßnahmen notwendig gewesen wären, Stichwort CO2-Grenzwerte für Autos, um nur mal ein Beispiel aus der europäischen Ebene zu nennen, dann ist anders gehandelt worden. Und das hat dazu geführt, dass Emissionen vor allen Dingen im Verkehrssektor nicht zurückgegangen sind, in den anderen Sektoren zwar zurückgegangen, aber nicht ausreichend zurückgegangen sind. Und jetzt stehen wir vor einem immensen Handlungsdruck. Weil je länger man eine Maßnahme nach hinten verschiebt, umso mehr muss zur Erreichung des Ziels, das ist logisch, muss an der Stelle dann konsequent und schnell gehandelt werden. Und das macht dann an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten und die Herausforderungen werden dann auch größer. Deshalb ist für uns politisch entscheidend, jetzt weniger eine Debatte zu gucken, wie genau sehen die Ziele aus, was genau ist jetzt irgendwann in den nächsten Jahren, sondern wir müssen jetzt vor allen Dingen eigentlich schon ab heute, ich habe nur die Befürchtung, dass bis zur Bundestagswahl, jedenfalls deutet sich das hier im Deutschen Bundestag an, ich komme da gerade her, wir hatten heute eine Debatte zur gemeinsamen Agrarpolitik, dass in dieser Wahlperiode nicht mehr allzu viel passieren wird, dass aber spätestens nach der Bundestagswahl wir dann in konkrete Umsetzungsschritte kommen müssen und dass das die absolute Priorität ist und wir dann wirklich konkrete Maßnahmen haben und dass die gesellschaftliche Debatte auch vor allen Dingen sich dann um die Maßnahmen drehen wird. Wir werden aber auch an einem bestimmten Punkt an eine Stelle stoßen, dass es nicht mehr nur die Politik ist, die an der Stelle fehlt und gebremst hat, sondern wenn wir das Ambitionsniveau, was gerade in der Studie des Wuppertal-Instituts auch deutlich geworden ist, beispielsweise bei der Frage der Gebäudesanierung auf 4% hochdrehen, dann werden wir auch an bestimmten Stellen stark an
ich nenne es mal technische Restriktionen, kommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass in verschiedenen Sektoren einfach die Leute fehlen, die das dann umsetzen müssen. Und darüber muss man dann auch reden, wie kann man diese Herausforderungen dann lösen. Das ist dann eine besondere Schwierigkeit. Wenn ich die Sektoren dann einfach mal durchgehe, ich fange auch mit dem Bereich der Energiewirtschaft an. Habe ich im Grunde genommen genau die gleiche Botschaft wie aus der Studie des Wuppertal-Institutes. Dreh- und Angelpunkt. Dreh- und Angelpunkt des Klimaschutzes, jedenfalls meine Überzeugung, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Untergrenze dessen, was wir eigentlich erreichen müssten für Photovoltaik und Windausbau, sind 15 GW, die wir im Jahr haben müssen. Wir liegen im Moment um den Faktor 3 mindestens oder eigentlich sogar noch mehr darunter. Das zeigt, wo die Herausforderung liegt. Da ist natürlich eine ganze Menge, was politisch gebremst wird. Aber wir müssen auch, und das gehört auch zur Ehrlichkeit der Debatte dazu, dass gerade beim erneuerbaren Ausbau wir auch vielfältige Debatten in der Bevölkerung haben, Stichwort Konflikte um Windenergie. Also da ist auch eine Menge dann als Klimabewegung, als Gesellschaft zu lösen. Das ist in dem Bereich, das gilt aber auch für die anderen Bereiche, das wird man gleich sehen. Es geht im Grunde genommen nicht so, dass wir die eine zentrale Maßnahme haben, wo man dann auf den Knopf drückt und sagt, da müssen wir den Schalter umlegen und dann kommt das alles, sondern wir haben ein riesiges Potpourri von vielen kleinen Einzelmaßnahmen. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die jetzt da anstehen. Das ist die Frage des Mieterstroms, das ist die konsequente Umsetzung der europäischen Energierichtlinie, das ist die Frage, dass wir nicht im nächsten Jahr sogar einen sinkenden Anteil erneuerbaren Energien haben, weil alte Anlagen aus dem Betrieb rausfallen, da müsste es eine gesetzliche Regelung geben, die Peter Altmaier nicht liefert. Das sind alles Punkte, die man anpacken muss. Ich würde das aber auch mal, und das ist auch ein bisschen provokativ an der Stelle, ich habe geschrieben, Ausbau der erneuerbaren Energien entfesseln. Das ist eigentlich eine Begrifflichkeit, die in grünen Kreisen irgendwie nicht so benutzt wird, aber darum geht es eigentlich, weil die Geschichte ist ja die, dass wir die Erneuerbaren günstig gemacht haben und dass es heute so ist, dass eigentlich Bürokratie, dass überbordende Bremsmechanismen, dass Blockaden den Ausbau der erneuerbaren Energien verhindern. Wirtschaftlich ist der Durchbruch längst gelungen. Um eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen, ist Wind und Sonne inzwischen längst das Günstige, wenn man die Folgekosten mit berücksichtigt sowieso. Also da geht es ein Stück weit darum, die Bremsen einfach rauszuholen und das, was möglich ist, dann am Ende auch politisch möglich zu machen. Wenn ich dann im zweiten Bereich der Energiepolitik, wo wir eine Priorität sehen, das ist das ganze Thema Kohleausstieg. Die Große Koalition hat zwar einen Kohleausstieg beschlossen, der ist nach unserer Auffassung aber nicht ausreichend. Den müssen wir zeitlich vorziehen. Wir haben eine Beschlusslage, dass wir sagen 2030. Da kommt es ehrlich gesagt aber auch gar nicht so sehr darauf an, nach meiner Auffassung, wann jetzt nur wirklich das letzte Kohlekraftwerk stillgelegt wird. Viel entscheidender ist, und das ist das Thema bei der Kohle, dass wir die Kraftwerke früher stilllegen, weil die emittieren ja über die ganzen Jahre. Und je mehr man da am Anfang macht, je schneller es da vorangeht, je mehr werden auch am Ende Emissionen gespart. Deshalb müssen wir an den Kohleausstieg insgesamt nochmal ran. Das heißt, wir müssen aber nicht nur über das Kohleausstiegsgesetz reden, das ja beschlossen ist, und die Revisionsklauseln an der Stelle nutzen, sondern wir müssen auch über so Fragen reden, Umsetzung der EU-Richtlinie, was Schadstoffe, Stickoxide, Quecksilber und so weiter angeht. Das ist sehr technisch, 13. BIMSCHV, um mal ein Beispiel, was im Moment sehr konkret in der Bundespolitik ansteht, um das dann auch zu machen. Aber hier gibt es wieder die Wechselwirkung zu den erneuerbaren Energien. Ich bin zutiefst der Überzeugung, die Kohle wird umso schneller verschwinden, je mehr wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Das ist ein im positiven Sinne dann ein Verdrängungswettbewerb, der in den letzten Jahren da auch schon gelaufen ist. Ein weiterer Bereich ist die ganze Frage der ökonomischen Anreize. Und da ist etwas, das ist eben auch schon erwähnt worden, dass wir den Abbau umweltschädlicher Subventionen forcieren müssen. Wir haben über 50 Milliarden, das sagt das Umweltbundesamt, schädliche Subventionen in Deutschland.
Und wir sagen, in einem ersten Schritt müssen 10 Milliarden abgeschafft werden. Dazu gehören Dieselsubventionen, dazu gehört Dienstwagensubventionen. Das ist übrigens die perverseste Subvention, die ich überhaupt kenne, dass man steuerlich Geschäftswagen fördert, also wo die Polizistin und der Krankenpfleger am Ende über ihre Steuer den schweren Maybach-Mercedes des Geschäftsmanns bezahlen oder der Geschäftsfrau. Das ist an der Stelle überhaupt nicht zu rechtfertigen, gibt es auch in keinem anderen Land der Welt. Das ist etwas, wo wir ran müssen. Wir müssen endlich stoffliche Besteuerung für die Nutzung von Erdöl haben in der chemischen Industrie. Wir müssen an zahllose Energiesteuer ermäßigen, Kerosin-Inlandsflüge. Das ist eine lange, lange Liste, deshalb sieht man da auch drei Pünktchen. Will ich jetzt im Detail alles gar nicht weiter ausführen. Das ist eine Baustelle, die oft vergessen wird, wo die Große Koalition sich überhaupt nicht rantraut oder bisher rangetraut hat, die aber sehr wichtig ist, um die richtigen ökonomischen Anreize, um weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren zu kommen. Ich muss dich an die Zeit erinnern, lieber Oliver. Mhm. Ja, und dann haben wir die Fortschreibung des CO2-Preises. Da ist es uns aus der Opposition heraus gelungen, 25 Euro ab 1.1.2021 zu machen. Da brauchen wir natürlich jetzt eine kontinuierliche Steigerung des CO2-Preises. Das Ganze ist auch ein CO2-Mindestpreis im ETS, der mit anderen Ländern dann eingeführt werden muss. Beim Verkehr, da muss ich jetzt gar nichts sagen, da ist eben in der Studie des Wuppertal-Institutes sind genau all die Stichworte gefallen. Wir brauchen eine Antriebswende und wir müssen vor allen Dingen in die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs der Bahn investieren. Das ist die zentrale Maßnahme. Und wir müssen, es wird nach wie vor in Deutschland viel, viel mehr Geld in die Straße investiert als in die Bahn. Und das muss an der Stelle umgelenkt werden, um halt hier eine klimafreundliche Mobilität dann möglich zu machen. Wärmewende, die Stichworte sind eben auch alle genannt worden. Da brauchen wir die systematischen Anreize. Wir sagen eine Verdreifachung der Förderung. Das wollen wir einen Großteil auch finanzieren aus dem CO2-Preis beziehungsweise dann auch aus dem Abbau umweltschädlicher Subventionen, um Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen. Ich habe eben das Stichwort serielle Sanierung gehört. Das finde ich ganz wichtig, weil da stoßen wir sehr stark an Kapazitätsgrenzen, an Machbarkeitsgrenzen. Da müssen wir auch auf neue Technologien setzen. Dazu gehört am Ende auch, dass ich finde, dass auf jedes Dach in Deutschland am Ende eine Solarwärmeanlage oder eine Photovoltaikanlage geht. Stichwort Dekarbonisierung der Industrie. Auch das schließt sich an dem an, was das Wuppertal-Institut in der Studie vorgeschlagen hat. Da wollen wir den Einsatz von klimaneutral erzeugtem Wasserstoff über entsprechende Carbon Contracts for Difference. Das heißt, indem die Mehrkosten für die Industrie dann übernommen werden und damit man dann am Ende auch die notwendige Infrastruktur finanzieren kann. Dann das ganze Thema Agrarwende, das ist gerade vom Öko-Institut ausführlich dargestellt worden. Hier haben wir eigentlich den guten Effekt, dass das, was wir aus anderen Gründen sowieso tun müssen, um gesunde Lebensmittel zu erzeugen, um Biodiversitätsschutz zu machen, dass das am Ende auch dem Klima nutzt. Ich habe hier einfach ein paar Stichworte aufgezählt. Das, glaube ich, muss Teil jedem Klimaschutzprogramm sein. Wir haben aber ein Riesenproblem und Sven kann da ein Lied von singen, was jetzt kürzlich vom Rat und vom Europaparlament im Sinne der gemeinsamen Agrarpolitik beschlossen worden ist. Das ist natürlich eine große Hürde. So, zum Schluss, wir haben das alles ausführlich zusammengefasst, weil das ist mir als Botschaft auch nochmal ganz wichtig, weil der Bund, die Bundesregierung gibt im Moment unglaubliche Milliardenbeträge aus als Krisenbekämpfung infolge von Corona. Wir brauchen hier eine stärkere Fokussierung darauf, dass das tatsächlich auch in Klimaschutztechnologien investiert wird. Das haben wir in einem großen Zukunftspakt zusammengeschrieben, wo eine Menge mehr Maßnahmen noch genannt sind, um die Ziele dann am Ende auch zu erreichen. Das ist dann jetzt an der Stelle der entscheidende Punkt und da, wo auch nochmal viele Detailmaßnahmen erwähnt sind, die ich jetzt hier in diesen 10 Minuten, wo ich schon länger geredet habe als 10 Minuten, dann nicht erwähnen konnte. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ebenso. Vielen Dank. Und ich gebe gleich weiter an den klimapolitischen Sprecher vom Bundestag zum Europaparlament. Und Micha hatte echt Partystimmung vor kurzem. Micha, was sagst du zu den dargestellten Ergebnissen und was sind unsere Antworten darauf? Also erstmal vielen Dank für diese vielen Zahlen und vielen Dinge, wo wir besser werden müssen. Was ich jetzt erstmal als Zwischenfazit mitgenommen habe, ist, dass wir auf der einen Seite vom Wuppertal-Institut eine Studie gesehen, in der Studie gesehen haben, was wir machen müssen. Und ich glaube, was ich jetzt noch gerne in der Diskussion ein bisschen mehr beleuchten würde, wäre sozusagen die Machbarkeit. Also wie hängen die unterschiedlichen Sachen miteinander zusammen? Wenn man sagt, wir brauchen 4% Renovierungsrate, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind das eigentlich? Und passt es dann noch zusammen mit dem Hochlauf, den wir bei den erneuerbaren Energien und beim Wasserstoff auch benötigen? Also diese Fragen miteinander zu verknüpfen, ich glaube, das ist das Spannende. Was ich auch mitgenommen habe, ist, dass es jetzt erstmal noch gar keine große Debatte war im Sinne von, oh, das wollen wir aber nicht, das finden wir nicht gut, sondern erstmal habe ich gehört, dass wir alle eigentlich in die eine Richtung gehen. Ja, genau, es muss in diese Richtung gehen. Die Frage ist eigentlich, wie kriegen wir dafür also sozusagen, was ist dort eigentlich machbar, wenn man das alles miteinander verknüpft und wie kriegen wir dafür auch die politische Zustimmung? Im Europaparlament, und da haben wir gefeiert, weil da haben wir eine Mehrheit organisiert für etwas, was richtig weitgehend war, das Klimagesetz der Europäischen Union und das Parlament, wie es das haben möchte, 60% CO2-Minderungen bis zum Jahr 2030. Das ist jetzt noch nicht das, was sozusagen mit dem 1,5-Grad-Ziel in Übereinstimmung geht. Da wären wir eher sozusagen bei 65% plus. Das haben wir als Europäische Grüne gefordert, das ist ein Ziel, was mit 1,5 Grad zusammengeht, haben dafür leider keine Mehrheit bekommen, aber 60% ist doch mehr als alle anderen und substanziell sogar mehr. Und das Schöne ist, das ist nicht nur einfach ein Ziel, sondern es ist gesetzlich verankert. Das heißt, wenn wir das, was Oliver gerade gesagt hat, den europäischen Emissionsrechtehandel anschärfen werden im nächsten Sommer, dann muss sich diese Anschärfung an diesem neuen europäischen Klimaziel orientieren und dann wird da auch möglicherweise einen Mindestpreis für CO2 in der Industrie und in der Energie drinnen sein müssen, um überhaupt an diese neuen Ziele ranzukommen. Also da geht, glaube ich, gerade was auf der europäischen Ebene. Was anderes, was auch von euch jetzt öfters gekommen war, war diese Sache mit den fossilen Subventionen. Wie viel wir dafür ausgeben, 50 Milliarden in Europa, 135 Milliarden jährlich, also absurd hohe Summen für eben solche Sachen wie das Dienstwagenprivileg oder Steuererleichterungen beim Kerosin. Und das Europäische Parlament hat eben auch beschlossen, dass es diese Subvention nicht mehr geben soll, sondern die bis 2025 abgelöst oder beziehungsweise auslaufen müssen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Ziel, für was wir auch politisch noch weiter kämpfen müssen. Und als dritter Punkt in der Klimapolitik und gerade bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wir haben es ja gerade schon gehört, das CO2-Budget. Das ist der Atmosphäre am Ende, das für die Atmosphäre und für die Erwärmung am Ende darauf einkommt, wie viel CO2 ist, muss sie eigentlich noch aufnehmen. Und daran sollten wir unsere Klimapolitik ausrichten, auch wenn es da, wie wir von Anke Herold gehört haben, auch Unsicherheiten gibt. Im Europäischen Parlament haben wir beschlossen, dass wir die Klimaziele im Jahr 2040 nicht mit Prozenten bestimmen wollen, sondern mit einem europäischen CO2-Budget und dann zu schauen, was ist da eigentlich noch drin, wie viel ist noch in diesem CO2-Budget drin. Das wird von einem wissenschaftlichen Rat und mit unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begutachtet, betreut. Und dieser Rat wird sozusagen eben auch sagen, wie viel ist jetzt da noch drin und wie viel muss da insgesamt drin sein. Das geben wir ab. Ich glaube, das ist richtig, weil das CO2-Budget ist nichts erstmal für, um was wir hier politisch ringen sollen, sondern das ist erstmal da und dann ist die Frage, wie teilt man das auf? Aber das sollen eben sozusagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen. Also ich glaube, da kommt von der europäischen Ebene gerade sehr spannende, sehr auch fortschrittliche klimapolitische Anregungen. Und das unter anderem auch deshalb, weil die Europawahl eine Klimawahl war.
Und jetzt geht es eben auch darum, sozusagen, dass es nicht nur im Europäischen Parlament die Position ist, sondern dass die Mitgliedstaaten, mit denen wir das noch verhandeln müssen, dass die dem auch zustimmen. Also das sozusagen, wo es eigentlich gerade auch noch, wo es gerade noch Handlungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, da gibt es viele Handlungsmöglichkeiten. Jetzt aber zurück zur Studie und zu der Frage, was wir dort machen müssen, wie können wir es eigentlich machen? Da übergebe ich jetzt wieder zurück an dich, Sven, an die Moderation. Und ich würde einfach, ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Fragen und die meisten Fragen werden sich darum drehen, wie funktioniert das jetzt eigentlich miteinander zusammen, diese ganzen Dinge, die vorgeschlagen werden, und wie kriegen wir das politisch hin, dass wir dafür die Zustimmung bekommen? Ja, Vorhersagen über Fragen des Publikums sind ein Risiko. Uns erreichen ganz viele fachliche Fragen. Zu einzelnen, also der Kernpunkt der Fragen ist nicht so politisch, sondern es geht den Leuten ganz stark darum, wie geht was in welchem Sektor. Ich würde jetzt aber gerne auch für die wissenschaftliche Fairness zunächst mal Stefan und Jenny die Möglichkeit geben, auf die Reaktionen, die sie ja bekommen haben, einzugehen. Und da würde ich gerne eine Frage noch mitgeben, die viele Leute umgetrieben hat. Zum einen zwei Personen fragen nach, was eigentlich synthetische Energieträger sind. Das sollte man vielleicht mit einem Satz kurz erklären. Aber substanzieller noch ist folgende Frage von Kerstin Effers. Nach der Studie von Joseph Puri, Oxford, ist die Tierhaltung in der Landwirtschaft ein Hauptfaktor, den CO2- oder Treibhausgasemissionsausstoß zu verringern. Warum berücksichtigt die Studie diesen Bereich nicht? Das ist im Grunde nochmal zugespitzt und mit Bezug auf einen anderen Wissenschaftler diese Frage. Aber einiges an Feedback auf die Studie und da wäre jetzt interessant, wie ihr reagiert. Okay, ich fange vielleicht mal an. Vielen Dank für die vielen Reaktionen. Ich habe gerade zwischendurch auch mal versucht, ein, zwei im Chat zu beantworten, aber es waren dann einfach viel zu viele. So schnell kann ich auch nicht tippen. Aber es gibt natürlich auch die Gesamtstudie im Internet. Jenny hat gerade die Kontakte da gepostet. Da kann man natürlich auch noch einige Fragen auch selber nachlesen. Synthetische Energieträger. Das ist im Prinzip synthetischer Kohlenwasserstoffe. Also man kann im Prinzip, sage ich mal, Methan, Erdgas oder auch benzinähnliche Kraftstoffe, Energieträger synthetisch herstellen. Das heißt aus CO2, das man zum Beispiel aus der Luft entnimmt, und Wasserstoff, den man über grünen Strom per Elektrolyse erzeugt hat. Also man kann im Prinzip solche Kraftstoffe herstellen und mit denen sehr einfach jetzige Kraftstoffe ersetzen. Haken daran ist nur, man hat sehr, sehr hohe Verluste und hinzu kommt auch noch die Technik, die man dafür braucht. Das heißt, die werden sehr, sehr viel teurer. Da kann man irgendwie einen Faktor 5 oder mehr dran rechnen. Und das heißt, es ist eigentlich keine Lösung, zum einen wegen der Kosten, zum anderen wegen der immensen benötigten erneuerbaren Strommengen dann. Soweit viel vielleicht ganz kurz, ich hoffe, das war klar genug, was synthetische Energieträger sind. Also künstlich aus erneuerbaren Energien hergestelltes Gas oder Benzin, kann man vielleicht ganz vereinfachend mal sagen. Dann zu der Viehhaltung sage ich vielleicht noch kurz was. Ich hatte das eingangs erwähnt. Wir mussten uns ein Stück weit begrenzen. Die Studie hatte ein sehr begrenztes Budget und der Großteil kam auch von unseren Kollegen sozusagen on top und konnten deswegen nicht alle Bereiche analysieren. Hinzu kommt einfach auch, dass wir am Wuppertal-Institut jetzt nicht die Experten für die Landwirtschaft sind. Die Landwirtschaft macht in Deutschland, in unseren Zahlen waren es 9%, die ich gezeigt habe. Anke Herold hat gerade 12% genannt, also um diese 10% von den deutschen Treibhausgasemissionen aus. Das wird auch in der Zukunft steigen, weil es in der Landwirtschaft noch schwerer ist, als in anderen Bereichen das zu reduzieren. Aber wir konnten es einfach in dieser Studie nicht untersuchen und haben es deswegen als einen Bereich weggelassen, haben aber auch genau reingeschrieben. Und die andere Studie, die ja auch schon erwähnt und gepostet wurde, wo das Öko-Institut und wir zusammengearbeitet haben, die sich wirklich mit der Treibhausgasneutralität auseinandersetzt, da
ist ja auch sehr viel zum Thema Landwirtschaft geschrieben. Ansonsten aus meiner Sicht vielen Dank für die vielen Reaktionen zu der Studie. Ich glaube, spannend ist wirklich zwei Sachen. Wie kriegen wir jetzt doch politisch umgesetzt? Wir wollen mit der Studie ja Anregungen geben. Ich meine, wir machen unterschiedliche Studien. Das ist ja auch gefragt worden. Auch Studien, die nicht ganz so ambitioniert sind. Aber es ist aus unserer Sicht war es eine legitime Fragestellung. Was müsste man denn jetzt tun, wenn man dieses 1,5-Grad-Ziel so eng versteht und so, und ich denke mal, man kann jetzt argumentieren, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Luft, vielleicht geht's gut. Auf der anderen Seite, alles, was ich in den letzten 30 Jahren, die ich mich mit dem Thema beschäftige, war doch immer so, dass wir immer noch weniger Luft hatten. Also von daher ist es vielleicht auch ganz gut, mal sich mit so einem ambitionierten Ziel auseinanderzusetzen. Und dafür ist es haben wir diese Studie gemacht und wollten das mal aufzeigen. Aber es ist natürlich völlig klar, das jetzt umzusetzen, ist eine ganz große Nummer. Und da brauchen wir eben auch die Zustimmung von vielen. Denn da werden ja viele auch betroffen sein von diesen Veränderungen. Ein paar sind ja schon erwähnt worden. Vielleicht noch ein Wort von mir. Das Thema Kohleausstieg ist auch schon gefallen. Da ist natürlich so, wir haben einen Kohlekompromiss in Deutschland. Das ist ja auch mal sehr, sehr wertvoll, so eine Einigung zu haben. Auf der anderen Seite ist natürlich ein schnellerer Kohleausstieg mehr oder weniger die günstigste und einfachste Lösung, zum maßgeblich CO2 zu reduzieren. Man muss natürlich da schauen, wie sieht es dann mit den Strompreisen zum Beispiel aus? Ein Thema, was die Industrie da mit Sicherheit sehr, sehr stark bewegt. Ja, vielen Dank. Ich würde auch Jenny dazu gerne mal was sagen lassen, weil es ja noch ein paar offene Enden gab. Nur klar, ich glaube, ich für alle Grünen, wie ich hier im Raum, wie ich an den Augen gesehen habe, nur noch mal unterstreichen, dass wir, mit uns wurde dieser Kohlekompromiss nicht geschlossen, denn das Ergebnis der Expertengruppe wurde ja gerade von der Großen Koalition nicht umgesetzt. Daher fühlen wir uns auch, ich sage das ganz deutlich, an diesen sogenannten Kompromiss nicht gebunden. Da lege ich politisch großen Wert drauf, nur um hier keine Missverständnisse zu erzeugen. Wäre schön gewesen, einen zu haben, wäre schön gewesen, wenn die Bundesregierung sich an den Rat der Expertengruppe gehalten hätte. Aber Oliver kann das alles noch viel genauer. Aber das wollte ich nur klar. Jenny, mich würde noch interessieren, hast du noch Anmerkungen, auch gerade zu der technischen Seite? Also da war ja auch nochmal harter Tobak, wenn man sagt, in Wirklichkeit ist das globale CO2-Budget viel niedriger. Was folgte dann für diese Studie? Und zum Zweiten wurde mir zugetragen, würde man die gleiche CO2-Budget-Ansatz verwenden und das auf andere Länder übertragen, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, dann müssten die 2024 CO2-neutral sein. Ist also dieses Konzept der Verteilung des verbleibenden CO2-Budgets, ist das eigentlich realitätstauglich, auch angesichts dieser Zahlen? Also zu der Frage von 24 hätte ich eine Rückfrage, und zwar, von welchem Reduktionspfad wird da ausgegangen? Also müssen Sie 2024 neutral sein, CO2-neutral sein, wenn die Emissionen konstant auf dem Level von heute bleiben, dann müsste Deutschland natürlich auch vor 2035 CO2-neutral sein. Oder geht es tatsächlich um eine lineare Reduktion? Also ich verstehe, ich habe das so verstanden, dass es darum geht, da ja in eurem Rechenmodell die Sünden seit der Klimarahmenkonvention eingerechnet sind und andere Länder noch größere Sünden begangen haben seitdem als wir, dass dann natürlich entsprechend das Restbudget auf eine Summe zusammenschrumpft, dass egal welchen Anpassungspfad ich nehme, linear oder nicht linear, es einfach sich gar nicht mehr darstellen lässt.
Und das ist natürlich eine ganz bittere und frustrierende Nachricht. Ich frage das nicht, weil ich das Ziel, 1,5-Grad-Ziel, nicht teilen würde. Nur ein Lebensmüder kann dieses Ziel nicht teilen, sondern dass man sich gemeinsam fragen muss, wenn man so rechnet und so verteilt, wie ihr es gemacht habt, führt das nicht für andere Industrieländer zu einer kompletten Unerreichbarkeit? Diese Debatte muss natürlich geführt werden, ja. Diese Debatte muss geführt werden. Ich muss hier allerdings eine Sache klarstellen, und zwar, es ist jetzt nicht unsere originäre Rechnung, sondern wir haben uns hier orientiert am Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung und also haben es sozusagen nicht selbst berechnet, sondern haben das aktuelle Gutachten genommen. Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich tatsächlich auch nicht schlussendlich beantworten. Ich glaube, wir haben für Deutschland gesehen, dass dabei ein Pfad rauskommt, der zwar mit tiefen Änderungen einhergeht, der aber möglich ist. Ich würde gerne dazu mal eine Anekdote aus der Vergangenheit erzählen, die auch mit der EU zusammenhängt. Wir haben nämlich Ende der 90er Jahre bei der ersten Lastenverteilung der Treibhausgasreduktion in der EU unter den Mitgliedstaaten die Bundesregierung beraten, weil wir da auch schon mal eine deutsche Ratspräsidentschaft hatten. Und da ging es auch genau darum, es gab irgendwie einen Budgetansatz und wie verteilen wir jetzt dieses Budget unter den EU-Mitgliedstaaten. Wir sind dann auch mit einem Pro-Kopf-Ansatz gestartet und haben im Ministerrat eine Runde nach der anderen gedreht mit den Mitgliedstaaten. Am Ende hatten wir 27 verschiedene Formeln bei den damals noch 16 Mitgliedstaaten, die wir alle ausgerechnet haben, was das für die Mitgliedstaaten dann jeweils irgendwie bedeutet. Und wir hatten dann tatsächlich einen sehr interessanten Ansatz am Ende, nämlich wir haben mit den 16 Mitgliedstaaten Metaplan gemacht, irgendwie mit den 27 verschiedenen Formeln. Jedes Land hatte 3 Punkte zu verteilen auf die Formeln und die Formel mit den meisten Punkten ist dann irgendwie dieser Lastenverteilung der Emissionen damals zugrunde gelegt worden. Aber das Beispiel zeigt einfach sehr gut die Vorstellungen, was eine gerechte Verteilung des Budgets auf die Länder bedeutet, wie man da historische Emissionen berücksichtigen muss, wie man da CO2 pro Kopf Emissionen, wie man Wirtschaftsleistung berücksichtigen muss. Das ist eine äußerst schwierige Diskussion, weil es eine Werteentscheidung ist und keine wissenschaftliche Entscheidung. Darf ich dazu kurz noch mal reinkommen? Weil das ist auch gerade die große Debatte, inwieweit wir dieses CO2-Budget überhaupt in der Politik anwenden. Ich wollte also nur eine Sache sagen. Ich glaube, wenn wir es irgendwo anwenden können, dann auf der europäischen Ebene. Denn wir haben im ETS-Bereich schon ein CO2-Budget. Und wir haben auch im Bereich von dem Effort-Sharing, also von dem REST, haben wir auch schon ein CO2-Budget. Also es gibt diese CO2-Budgets quasi schon als Anwendungsfall. Und wenn wir sozusagen dann ein europäisches CO2-Budget haben, dann kann man das über diese beiden Dinge drüber stülpen. Also da ist der beste Bereich, glaube ich, um das wirklich anzuwenden. Und eine Frage vielleicht noch auch ans Wuppertal-Institut. Ich weiß, ihr habt das berechnet, dieses CO2-Budget auf Grundlage von diesem Sachverständigenbeirat. Der wählt jetzt ja sozusagen 2015 als Ausgangspunkt für die Verteilung von diesen Emissionsrechten pro Kopf. Und 2015 ist also sozusagen, man könnte das ja auch ein bisschen früher setzen, so ab dem Zeitpunkt, an dem wir wissen, dass es die Klimakrise überhaupt gibt. Habt ihr das diskutiert, sozusagen diesen Startzeitpunkt, oder wie seid ihr dazu gekommen? Ja, auch eine sehr schöne Frage. Wir haben das diskutiert, wir haben auch viel überhaupt über diesen Budgetansatz diskutiert. Es ist auch so, die wählen nicht ganz 2015, sondern ab 2016 als Startjahr und eben das Pariser Klimaabkommen da. Wenn wir das noch wesentlich früher legen würden, also im Prinzip die historischen Emissionen mit einrechnen würden, wäre das Budget einfach noch sehr viel kleiner, sodass das, was wir jetzt vorgestellt hätten, das müsste alles noch beschleunigter werden. Und da haben wir gesagt, wir sind schon sehr ambitioniert hier und wir konzentrieren uns erstmal auf das hier. Stefan, hast du da noch Ergänzungen zu?
Nee, das hast du gut dargestellt. Der SRU selber hat ja auch in vergangenen Gutachten diese historischen Aspekte auch nochmal sehr beleuchtet. Wenn man die berücksichtigen würde, und das wird ja durchaus von Entwicklungsländern auch angeführt, dass sie sagen, ihr habt ja eigentlich, letztlich ist ja dieses CO2-Budget muss ja eigentlich starten ungefähr bei Beginn der Industrialisierung. Und da habt ihr nun mal in Industrieländern ja sowieso schon den allergrößten Teil des Kuchens für euch veranschlagt. Wieso wollt ihr jetzt eigentlich noch hier von dem Rest was haben. Also das ist ja schon sehr, sehr ausführlich vom SRU untersucht worden. Also wen das näher interessiert, da gibt es viele Analysen zu. Auf der anderen Seite gibt es eben auch die Argumentation, wenn man jetzt mal pragmatisch ist, vielleicht kann man doch ein bisschen weniger ambitioniert noch angehen. Ich würde gerne jetzt mal ein paar der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier zu Wort kommen lassen und beginne mal mit Christiane Schulze. Da gibt es übrigens das Handsignal und ich erinnere nochmal daran, kurz sagen, wenn man zu irgendeiner Organisation gehört oder wenn man für jemanden spricht. Bitte, Christiane Schulz. Schulz, Entschuldigung, nicht Schulze. Bitte. Alles gut, Christiane Schulz. Ich bin Pfarrerin und in der Flüchtlingsarbeit sonst aktiv und spreche für die Diakonie, wenn man so will. Mich hat das vorhin interessiert. Besonders, liebe Schwester. So. Mich hat vorhin interessiert, ich glaube, Sie, Frau Kovan, sagten, dass man beim Wasserstoff importieren könnte aus anderen Ländern. Und jetzt habe ich mich doch verdammt gefragt, welche anderen Länder sind dann schon so weit, dass wir da, die schon sozusagen klimaneutral sind, wo wir dann den Wasserstoff importieren können, aber was selber nicht nur kriegen. Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir sammeln ein bisschen, damit ein paar Leute zu Wort kommen. Ich mache mal Wolfgang Weinrich. Hallo? Hallo, das war ein Fehler. Ich habe gar keine Frage. Okay, schade. Sorry, ja. Guten Abend. Ich mache weiter mit Rainer Bode. Rainer Bode, BAG Kultur. Nur eine Grundsatzfrage, keine Fachfrage. Mehr Studien über die Machbarkeit der Durchsetzung. Also die Bevölkerung, die Menschen zu gewinnen, weil die Sachstände sind, glaube ich, klar, wie das funktioniert oder funktionieren kann. Aber wir brauchen jetzt sozusagen, wir brauchen nicht Altmaier überzeugen, der will ja nicht. Verschiedene andere, aber wie wir sozusagen in der Gesellschaft vorankommen und brauchen wir da vielleicht noch mehr bessere Argumentationen, nicht Fachargumentationen, um da voranzukommen. Ja, ich sehe jetzt ganz viele Meldungen von weiteren Männern und Jungs und deshalb, nein, da, sehr wunderbar, Bettina Bignese, hallo. Na, hörst du wohl? Jetzt. Manchmal sträuben sich diese Mikrofone. Hallo, guten Abend. Ich bin Mitglied der Grünen in Senden hier im schönen Münsterland und habe eine Frage an dich, Oliver. In deiner Auflistung tauchte gerade eine Kerosinsteuer für Inlandsflüge auf. Warum nur für Inlandsflüge um alles in der Welt? Meiner Meinung nach können wir uns das nicht leisten, das darauf zu beschränken. Jetzt habe ich hier... Wo ist er denn jetzt hin? Es ist doch zum Donnerdrummel. Ich muss sagen, so viele Teilnehmer hatten wir ganz selten und die Sache ist unübersichtlich. Dr. Helmut Seelinger, hallo. Ich hoffe, das klappt. Ja, hört man mich? Kann man mich hören? Ja, wunderbar. Ja, okay, ich wollte zu dieser sehr interessanten Diskussion CO2-Budget etwas sagen. Ich denke, man muss auf jeden Fall etwas historisch rechnen. Also nicht ab Beginn der Industrialisierung, aber ich sage mal ab 1992, also Rio-Konferenz. Und das heißt, diese Sünden der Vergangenheit musste man eigentlich mitrechnen. Und wenn man das tut, völlig richtig, Sven, deine Bemerkung, dass USA dann schon eigentlich gestern
fast hätte ganz enorme Maßnahmen machen müssen, dann geht es eigentlich nur, wenn man auch den internationalen Aspekt berücksichtigt. Das ist mein Petitum in dieser ganzen Diskussion. Insofern finde ich die Methodik nicht ganz sehr gut, dass man den völlig ausgeklammert hat. Und mein Petitum wäre sozusagen, dass man wirklich auch diese internationalen Klimaverhandlungen darauf einwirkt, dass die Bundesregierung dort eine andere Methodik versucht einzubringen, indem man nämlich genau diese internationalen Berechnungen, globales CO2-Budget berücksichtigt, sodass dann wirklich auch internationale Ausgleichszahlungen gemacht werden. Nur so kann ich mir vorstellen, ist es noch zu erreichen, dass wir global das 1,5-Grad-Ziel erreichen, nicht nur mit nationalen Maßnahmen. Gut, vielen Dank erstmal. Das war sehr klar, vielen Dank. Ich glaube, jetzt gebe ich erstmal wieder ein wenig zurück in die Runde und ich würde gerne sagen, dass wir hier nicht grünenkritische Bemerkungen zensieren, sondern es gibt vergleichsweise wenige. Ich will aber auch sagen, vielleicht das auch nochmal an Oliver, mehrere Leute, die nochmal sagen hier, die Klimapläne auf der einen Seite, was da im Danny abläuft, auf der anderen Seite, ich denke, es wäre gut, wenn du da nochmal ein paar Worte zu sagst. Das ist eigentlich die einzig kritische Rückmeldung, die ich hier jetzt so wahrnehme. Aber wir haben insgesamt 250 Nachrichten, das überfordert natürlich den auch die liebsten Mitarbeiter in unserem Büro, die das alles sortieren müssen. Ich gebe mal zurück. Anke Herold hatte auch im Chat sich schon zu Wort gemeldet. Vielleicht erstmal an dich. Ja, es gibt eine Frage, die ich sehr interessant finde. Das ist die Frage, wie können wir andere Länder motivieren, sich auch ehrgeizige Ziele zu setzen und die umzusetzen? Und da würde ich sagen, dass es vor allem darauf ankommt, dass das, was wir jetzt hier skizziert haben, in Deutschland auf eine Weise umgesetzt wird, dass es hier keine großen, dass wir die Ziele erreichen, zum Ersten natürlich, dass es hier keine großen sozialen Verwerfungen dadurch gibt, dass wir das sozialverträglich erreichen. Und auch ohne große Wohlstandsverluste und Deutschland ein Industriestandort bleibt. Und diese Umsetzung, die Regierung, die das vorantreibt, stärkt. Dann wird es eine riesige Strahlkraft international auch haben. Wenn wir das hier versemmeln, dann wird das international ganz schwerwiegende Folgen haben, aus meiner Sicht. International haben wir sehr viele Länder auch, die auch ehrgeizig vorangehen und sich wirklich gute Ziele gesteckt haben. Das sehen wir ja auch unter dem Pariser Abkommen. Allerdings sehen wir da auch, dass die Ansätze noch nicht reichen. Aber ich denke, da gibt es auch viele gute Bemühungen und viele gute Beispiele schon jetzt unter den Ländern. Dann dachte ich zu der Frage mit den Wasserstoffimporten. Gibt es denn schon andere Länder, die so weit sind, dass sie, ich sage mal, vor allem grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien produzieren und exportieren können? Die gibt es so noch nicht. Das Wichtige dabei ist auch, dass wir da auch genau hinschauen müssen, wenn Wasserstoff aus anderen Ländern importiert wird. Wir brauchen auch da Nachhaltigkeitskriterien. Wir brauchen auch da in Zukunft eine Zertifizierung, weil wir müssen gucken, irgendwie, wie dort das Stromsystem aussieht, welchen Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch diese Wasserstofftechnologien in diesen anderen Ländern haben. Es geht natürlich um Länder, die große Potenziale an erneuerbaren Energien haben. Da gibt es einige europäische Länder, Norwegen mit sehr viel Wasserkraft, Spanien mit sehr viel Sonne. Aber da wird auch viel über Marokko diskutiert, über
Saudi-Arabien oder Katar, über Chile und Australien. Und man sieht schon in dieser Liste, dass die sehr unterschiedlich aufgestellt sind in der Governance. Und da sind wir auch gerade dabei, uns das genauer anzugucken. Denn mit den Importen können wir neue Probleme auslösen und das sollten wir vermeiden. Vielleicht kann ich da direkt noch weitermachen an der Stelle. Das stimmt, es gibt diese Importen, diese Exportländer noch nicht, aber wir werden es wahrscheinlich benötigen. Von daher müssen wir das eben entsprechend auch aufbauen mit Partnern auf Augenhöhe, steht ja auch in der Studie so drin, hat Jenny ja auch gesagt. Und dadurch, glaube ich, entstehen auch Chancen, dass wir für viele Länder in der MENA-Region beispielsweise eben auch dort wirtschaftliche Potenziale erschließen können. Aber ist natürlich absolut richtig, auch ein Thema, an dem wir arbeiten, an dem ja auch vergangene Vorschläge, man wollte ja auch schon mal großmaßstäblich Strom aus der Region importieren, ja auch gescheitert sind, weil man einfach nicht genügend berücksichtigt hat, dass es nicht darum geht, denen irgendwie Strom von denen zu importieren, sondern dass das in den Ländern natürlich auch in die eigene ökonomische Entwicklung reinpassen muss, dass das für die auch als Chance begriffen werden kann. Und das geht nicht eben so einfach, wenn wir sagen, ja, wir zahlen ja auch dafür, sondern da muss schon ein bisschen mehr kommen, sowohl die Umweltfragen, die dann ja bei der Solarenergie zum Beispiel auch eine sehr, sehr große Rolle spielen, aber auch andere ökonomische Möglichkeiten für diese Länder. Aber es hat, glaube ich, das ist ja heute auch schon mehrfach angesprochen worden, auch eine spannende internationale Dimension, wo wir eben auch anderen Ländern auch wirklich helfen können, davon zu profitieren. Ja, dank ausdrücklicher Aufforderung habe ich jetzt auch noch eine dezidierte kritische Frage und die gebe ich mal an Oliver und an Micha. Und es ist wirklich ganz erstaunlich ruhig. Und zwar von Lukas Mörchen. Der fragt Folgendes: Wenn ich das richtig im Kopf habe, war ein, in Anführungszeichen, Fazit bei der Präsentation der Studie durch Fridays for Future auch, dass es bisher keine Partei gäbe, die ein Programm auf Linie des 1,5-Ziels habe. Mal ganz selbstkritisch, was sind die bisherigen Schwachpunkte bei den Grünen? Wie könnt ihr das ausbessern? Das ist so, ja, vielleicht zuerst mal an Oliver und dann an Micha, vielleicht so rum, ja. Okay, ich würde gerne zu dem Wasserstoffthema noch mal sagen, weil ich es sehr wichtig ist, weil ein sehr gefährliches Thema finde. Wir erleben nämlich im Moment einen Hype beim Wasserstoff und die ganze Republik, insbesondere auch Union und SPD, Peter Altmaier, tun so, als sei Wasserstoff die Lösung für irgendein Energieproblem. Das ist aber nicht die Frage. Wasserstoff ist ein Speichermedium, das man natürlich nutzen kann und wo jede Strategie auch wichtig ist, Dekarbonisierung der Industrie. Aber entscheidend ist, wie wird dieser Wasserstoff erzeugt? Oder erleben wir im Moment so eine Farbenexplosion mit türkisem, blauem, sonst wie Wasserstoff, wo Leute sagen, wir machen Wasserstoff, erzeugen den aber wieder aus fossilen Energien. Also da findet die Gefahr von Greenwashing statt. Da muss man sehr genau hingucken. Und dann die Frage des Importes. Das ist nämlich eine Geschichte, die ich von Peter Altmaier hier im Bundestag ständig höre. Der sagt, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, wir müssen in Deutschland gar keine erneuerbaren Energien mehr ausbauen. Das machen wir demnächst alles in Nordafrika, in Saudi-Arabien oder in Chile. Die werden das irgendwie schon für uns machen. Dann holen wir das mit dem Schiff hier hin und dann ist die Welt super. So, das finde ich falsch, weil ich finde, es muss so viel wie möglich in diesem Land gemacht werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, wir haben im Moment 85% der Energie, die wir hier verbrauchen, wird importiert. Das ganze Erdöl, das allermeiste Erdgas und so weiter. Das wird auch in Zukunft in einer erneuerbaren, in einer Wasserstoffwelt, wird sicherlich auch da ein gewisser Import stattfinden. Aber zuerst müssen wir es hier machen. Wir müssen zeigen, dass es hier geht. Und dann darüber reden, wie können wir das in anderen Ländern, wie können wir da Strukturen aufbauen. Zur Frage von Bettina nach der Kerosinsteuer, das ist völlig richtig. Natürlich soll die international sein, aber meine Charts schlaglichtartig gingen ja um die Frage, was können wir hier in Deutschland jetzt konkret mal machen? Und der erste Schritt ist, das geht nur auf die Inlandsflüge, weil natürlich international ist das von Deutschland aus nicht allein zu entscheiden. Und ich finde das auch wichtig, dass man dann sich erstmal auf die Fragen konzentriert, was kann man hier selber machen? Weil wir haben nämlich im Moment eine Bundesregierung, die sagt, bei allem, wo das international entschieden werden muss, das machen wir
Und dann passiert es einfach gar nicht, weil man dann sagt, naja, die Amerikaner, der Trump wollte nicht. Ja, dann klappt das nicht. So, und deshalb finde ich, um ins Handeln zu kommen, in die Maßnahmen zu kommen, eine Konzentration auf die hier zu machenden Maßnahmen, was natürlich bedeutet, dass der Flugverkehr insgesamt auch die Preise, die ökologischen Wahrheit sagen müssen. Da wird Michael sicher was sagen können. Da gibt es ja Überlegungen der Europäischen Kommission, wie das europaweit geht. Das ist ein entscheidender Punkt. Dann finde ich richtig, was Rainer Bode gesagt hat, die Frage der Machbarkeit. Da, glaube ich, brauchen wir eine stärkere Diskussion drüber. Wir haben lange Zeit über Ziele diskutiert. Ich habe auch unendlich viele Diskussionen, die sind total spannend. Über diesen Budgetansatz, da kann man wunderbar Veranstaltungen drüber machen, da kann man wunderbar abends auch beim Glas Rotwein drüber diskutieren, was ist da eigentlich gerecht. Da lernt man übrigens auch, dass Wissenschaft immer nicht nur eine Meinung hat, sondern dass es da auch sehr unterschiedliche Wege gibt. Aber ich finde, wir sind jetzt so unter Druck, dass wir eigentlich die Fokussierung machen müssen, wie kriegen wir gesellschaftliche Mehrheiten hin, wie gewinnen wir die Leute, dass sie am Ende dann auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für Elektromobilität, für die Bahnstrecken und all das, worüber wir geredet haben, dann am Ende sind. Dann der Röder Wald, das ist ein absolut fatales, schlimmes Projekt, was da läuft, wo die hessischen Grünen jahrzehntelang gegen gekämpft haben. Das Problem ist nur, findet in Deutschland 950 Mal statt. 950 Mal. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wie viele Projekte des Bundesverkehrswegeplans werden eigentlich im Moment konkret umgesetzt? Straßen, Bundesfernstraßen und Autobahnen. Das sind 950 Projekte, die laufen. Da ist der Dannerröder Wald einer von, wo der Bund an die Scheuer mit der Koalitionsmehrheit im Hintergrund immer noch neue Straßen baut, dafür Milliarden ausgibt. Und das ist das, was in Hessen passiert. Jetzt kann man darüber streiten, hätten die hessischen Grünen als Teil der Landesregierung, die das ausführen müssen, noch ein wasserrechtliches Gutachten oder so mehr machen müssen, um vielleicht die ein oder andere Prüfung noch zu machen, um das zu verschieben. Ich glaube, dass das nicht die entscheidende Frage ist, sondern die entscheidende Frage ist, dass wir hier in Berlin endlich jemanden brauchen, der eine andere Verkehrspolitik macht. Wir hatten letzte Woche hier eine Aktuelle Stunde, wo die Redner der Koalition mehr Autobahn, noch mehr Autobahn gefordert haben und gesagt haben, das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Da kann ich dann an der Stelle nur den Kopf schütteln. Die letzte Frage, zum Punkt Fridays for Future sagen, dass das nicht 1,5 Grad kompatibel ist, was Parteien vorschlagen, da habe ich eine andere Auffassung. Ich glaube, dass was wir als Programm präsentieren, dass das mit dem Pariser Abkommen und den Maßnahmen kompatibel ist. Ich finde diesen Streit aber ehrlich gesagt auch ein bisschen müßig, weil ich finde, wir müssen uns auf die Maßnahmen konzentrieren. Ich habe es ehrlich gesagt, das finde ich an der Stelle das Wichtigste. Und Schwachpunkte gibt es dabei ganz viele. Da bin ich absolut selbstkritisch. Das ist aber nicht das Programm, sondern das ist die Frage, wie gewinnen wir nachher gesellschaftliche Mehrheiten dafür, dass wir es tatsächlich auch umgesetzt kriegen. Weil es nützt nur, die Erfahrung kennen wir als Grüne auch, es nützt nicht nur Teil einer Regierung sein. Du musst am Ende die Menschen auf deiner Seite haben, dass sie das mitmachen, dass sie es mittragen und dass es dann am Ende auch funktioniert. Micha, bitte. Also vielleicht mache ich es ein bisschen andersrum als Olli. Ich habe mir jetzt heute nochmal den Beschluss von der BDK angeschaut von letztem Jahr. Bundesdelegiertenkonferenz, Entschuldigung, das weiß ich nicht. Also das sozusagen, was die Grünen auf Bundesebene vor einem Jahr zum Klima beschlossen haben. Und habe das so versucht, ein bisschen drüber zu legen, was schlägt eigentlich das Wuppertal-Institut vor? Und ehrlich gesagt sind wir bei ziemlich vielen Sachen auch ziemlich genau dort, was das Wuppertal-Institut vorschlägt. Beim Verkehr sind wir nicht so ambitioniert, aber zum Beispiel was Ausbau Erneuerbare, was Industrie angeht, auch im Gebäudebereich, da sind wir so ziemlich nah dran. Vielleicht sozusagen, also wir bekennen uns auch zum 1,5-Grad-Ziel, nennen das die Grundlage von unserer Politik. Und natürlich, wenn man dann jetzt auf die genauen Budgets schaut, dann haben wir uns so nicht sozusagen damit beschäftigt, was für ein Budget wir jetzt eigentlich für Deutschland festlegen. Wir haben es auf der europäischen Ebene schon getan und haben auf der europäischen Ebene diese Budgets, die auch dieser
Umweltrat oder Sachverständigenbeirat für Umweltfragen von der Bundesregierung, die der für die Europäische Union anwendet, haben wir auch sozusagen auf der europäischen Ebene in Änderungsanträgen gefordert, dass so viel das Budget betragen sollte, sind damit aber nicht durchgekommen. Also ich glaube, sozusagen, wir sind da gar nicht so weit weg. Es gibt ein paar Fragen, die wir uns noch stellen müssen und die ich auch gerne dem Wuppertal noch stellen würde. Also genau diese Frage von, wenn, das sind jetzt alles viele Maßnahmen, und wenn man sozusagen dem zugrunde legt, die Frage von, was sind eigentlich die Möglichkeiten an Ressourcen, an Arbeitskräften und so weiter, also funktioniert das da alles noch? Habt ihr das euch angeschaut? Das würde mich mega interessieren, weil ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Genau, und dann würde ich eine andere Frage, die hängt nicht damit zusammen, aber die ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage, ist, habt ihr euch mal die Arbeitsmarkteffekte davon angeschaut, insgesamt? Weil ich glaube, das ist ja jetzt auch eine wichtige Debatte, auf die wir zukommen. Jetzt kommt nämlich wieder die Debatte, jetzt haben wir Corona, was fördern wir? Und ich glaube, wenn wir dazu kommen können, zu sehen, dass diese Investitionen von den durchschnittlich 70 Milliarden, die ihr dort berechnet, dass die einfach unglaublich gut für die Wirtschaft sind, Jobs bringen, gerade uns aus der Corona-Krise rausbringen können, dann können wir diese nächste politische Auseinandersetzung um, wie kommen wir aus dieser Corona-Krise wieder raus, können wir, glaube ich, mit der Transformationsgeschichte gewinnen. Und das hat ja auch Olli vorhin gesagt, ist eine ganz wichtige Geschichte. Genau, also das ist vielleicht noch die beiden Fragen euch. Es ist nicht mehr so viel Zeit. Und beim 1,5-Grad-Ziel, genau, es gibt ein paar Schwachpunkte. Ich poste jetzt mal den Antrag auch vielleicht gleich hier rein, dann könnt ihr es selber euch anschauen. Aber ich denke, also was ich wirklich wahrnehme bei unserer Partei, innerparteilich, bei dem, was unsere Arbeitsgruppen dazu machen, ist, dass überall versucht wird, wirklich zu kommen, wie kommen wir, soweit es geht, an diese Weite, an die Maßnahmen ran, wie, also das Weiteste, das meiste, was wir machen können, versuchen wir zu tun. Und ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ist trotzdem dafür, die politische Mehrheit und die politische Dynamik zu kreieren, damit man, wenn man dann möglicherweise in Koalitionsverhandlungen ist, das auch dann auch so umsetzen kann, und dass es dafür eine große Zustimmung gibt. Das ist, glaube ich, eine große, wichtige Aufgabe, die jetzt auch noch vor uns liegt. Ja, also jetzt kommen wir genau in die Knappheiten. Wir haben sehr viele Fragen hier noch. Ich werde einige noch zu Wort kommen lassen. Ich gehe davon aus, wir überziehen ein paar Minuten, aber wir wollen das auch nicht völlig aus dem Ruder laufen lassen, weil Wachstumseffekte ja auch kritisch zu betrachten sind angesichts in einer endlichen Welt. Und gehe ich hier mal. Ich habe leider den Überblick verloren, wer sich zuerst gemeldet hat. Ich bitte das wirklich zu entschuldigen. Bettina Bignese wäre die Nächste. Hallo. Noch das Mikrofon anschalten? Ja, jetzt. Leute, ich habe vergessen, die Hand runterzunehmen. Ach so, schade. Okay, trotzdem schönen Abend. Ich gebe mir wirklich große Mühe, die Regeln unseres Frauenstatuts einzuhalten. Das ist nicht so einfach. Inge Schulze. Wird eigentlich bei der Berechnung unseres CO2-Budgets auch das CO2 berücksichtigt, was entsteht, wenn wir Produkte aus der ganzen Welt kaufen? Ob das Fleisch aus Brasilien ist oder Textilien aus Bangladesch oder Rohstoffe aus Afrika? Das wäre erstmal die grundlegende Frage. Und deshalb möchte ich den Aspekt auch noch stark auf die internationale Zusammenarbeit legen, eben auch die Länder, die aus eigener Kraft keine CO2-Reduktion hinkriegen können, ganz massiv darin zu unterstützen, das zu machen, weil deren CO2-Produktion eben auch zum Teil oder im großen Teil auf unserem Konsum basiert. Ende. Sehr interessant. Ja, danke. Stummschalten. Also. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Das Stummschalten. So. Wie geht es hier weiter? So, dann. Sehe ich hier seit einiger Zeit.
Was ist denn mir jetzt hier entfallen? Genau, auch wirklich schon lange hier, fragt Selina Müller. Ich gebe mir Mühe, so. Bitte, Selina. Hallo. Ach, ja. Ja. Cool. Hallo, ich bin Selina, ich komme aus Offenbach und ich habe zwei Fragen. Erstens bei den Speichermedien. Es wird immer von Wasserstoff geredet, was ist eigentlich bloß mit Batterien, weil es soll ja auch Batterienkraftwerke geben. Und das andere ist, da ich nun aus Offenbach bin, haben wir doch noch einige mehr Probleme hier als nur Klima, insbesondere im sozialen Bereich, im Bildungsbereich. Gibt es da eigentlich schon ein bisschen was dazu, wo man sich mal ein bisschen mehr reinlesen kann? Weil ich bin dann hier, sind die Leute halt etwas, ja, müde, weil sie halt noch ein paar andere Probleme zu lösen haben. Das war meine Frage. Vielen Dank. Ich habe hier noch aus den schriftlichen Fragen Folgendes zu teilen. So, und zwar gibt es hier zu der globalen Frage eine schriftliche Frage von Daniel Rutte. Die lese ich mal vor. Die grundlegende Annahme der Studie ist, dass sich die Emissionen weltweit so wie bei uns in Deutschland entwickeln, relativ pro Kopf. Das bedeutet, dass wir mehr pro Kopf emittieren dürfen als Menschen aus Entwicklungsländern. Einfach, weil wir auf hohem Niveau starten. Eine der Fridays for Future Forderungen ist Klimagerechtigkeit. Wie wird diese Gerechtigkeitsfrage auf den politischen Ebenen Bund und EU diskutiert? Gab es hier noch zwei Fragen, die sich auf den Gebäudebereich beziehen. Ich lese die mal kurz vor, und zwar, darüber haben wir jetzt in den Fragen nicht nochmal geredet, Steffen Riedel fragt oder sagt, das Gebäudeenergiegesetz GEG schreibt die bisherige Energieeinsparverordnung ENEF fest. Es tritt übermorgen in Kraft. Damit ist die Chance vertan, das von der EU vorgegebene Niedrigstenergiegebäude-Regel umzusetzen, was auch für Bestandsgebäude gilt. Stichwort Faktor 10 Sanierung. Was sollen wir also jetzt tun? So, und dann eine Frage von Benjamin Kaff, Klimaliste Rheinland-Pfalz und wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU Darmstadt. Sollte für die Konsistenzstrategie im Gebäudesektor nicht auch der Lebenszyklus des Gebäudes mit einbezogen werden? Verwendung von ökologischen und recycelbaren Materialien. Bei der Forderung von Energiestandards werden zur Erreichung oft nicht recycelbare Materialien verbaut, die deponiert oder energieaufwendig behandelt werden müssten. Also das Thema Bauwende. Ja, vielleicht erstmal soweit. Es tut mir leid, die Liste ist nicht unendlich verlängerbar. Ich gebe jetzt erstmal zurück, vielleicht nochmal beginnend Richtung Wuppertal. Hallo, wie ihr wollt. Jenny, wolltest du anfangen? Ja, ich kann mal anfangen. Das war ja jetzt wirklich ein ganzer Strauß an Fragen. Also einmal war ja die Frage nach den Speichermöglichkeiten durch Batterien. Die Frage nach Speichern ist, je nach Szenario wird die sehr unterschiedlich beantwortet. Also wir haben ja kein Szenario berechnet, und wenn wir jetzt aber in die Szenarien, die wirklich das detailliert, minütlich, stündlich gerechnet haben, wie die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien aussehen kann, wenn wir da reinschauen, was für Speicherbedarfe die für 100% erneuerbare Energien haben, dann haben die an den kurzfristigen Speichern, die durch Pumpspeicher, Kraftwerke oder Energiespeicher gestellt werden, sind die zum Beispiel bei 15 Gigawatt oder bei 20 Gigawatt Batteriespeichern. Ein Szenario geht auch davon aus, dass wir sozusagen gar nicht unbedingt zusätzliche Batteriespeicher brauchen, sondern die Elektrofahrzeuge, die Batterien der E-Autos als Systemspeicher nutzen. So viel zur Batteriefrage. Ich hoffe, das habe ich damit ein bisschen beantwortet. Dann war noch die Frage nach dem Import, Import-Export beim globalen Budget, weil wir ja auch Produkte importieren, und was ist eigentlich mit dem CO2-Abdruck, Fußabdruck von denen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Da muss ich sagen, war ich auch überrascht. Ich habe das Sachverständigenrat für Umweltfragen-Gutachten nachgelesen, und die sagen, dass sich das sozusagen die Waage hält, dass das
das, was wir exportieren und importieren an CO2-Abdruck, sich sozusagen ungefähr die Waage hält und dass das deshalb vernachlässigbar ist. Das ist, vielleicht kann ich da ergänzen. Speziell in Deutschland, das eines der wenigen Industrieländern, tatsächlich auch relativ viel CO2-Footprint exportiert, zum Beispiel in den Autos. Also das unterscheidet uns von einigen anderen Industrieländern. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, der Budgetansatz enthält das nicht. Vielleicht hierzu noch ein Punkt von meiner Seite. Die globale Abgrenzung im Pariser Abkommen bezieht sich auf die direkten Emissionen in jedem Land und nicht die indirekten Emissionen, die in den Produkten stecken. Weil wir haben ja da jetzt dann auch Ziele praktisch für alle Länder weltweit. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Stahl aus China importieren, dann werden die Emissionen aus der Stahlherstellung in China zu deren Emissionen dazu gezählt. Wenn wir jetzt die importierten Emissionen in Deutschland anrechnen würden, hätten wir eine Doppelzählung auf der internationalen Ebene. Deswegen gibt es dort einfach eine Konvention, dass alle Länder sich die direkten Emissionen aus der Verbrennung der fossilen Brennstoffe aus der Landwirtschaft, aus dem Waldbereich nach einer einheitlichen Methodik anrechnen. Und da sind die Emissionen in den Produkten nicht mit erfasst. Für andere Fragen sind die allerdings auch total wichtig und total relevant, aber nicht für die Festlegung von diesen internationalen Klimazielen. Jenny, du wolltest noch mal rein? Ich wollte noch auf die Frage von Michael antworten, nach den Arbeitsplatzeffekten. Also dazu müssen wir tatsächlich sagen, wir haben in der Studie keine volkswirtschaftliche Folgenabschätzung oder Ähnliches vorgenommen. Ich würde mich super freuen, sowas bald lesen zu können. Das ist einfach noch eine Lücke, was das für Arbeitsplatzeffekte, für Innovationseffekte und so weiter hätte. Die Frage war ja auch, woher nehmen wir denn jetzt die ganzen Fachkräfte für die Sanierung und wenn wir sie doch gleichzeitig auch brauchen, um erneuerbare Energien hochzuziehen und so weiter. Da können wir gerade bei der Sanierung noch sagen, also das ist wirklich ein kritischer Faktor, Fachkräftemangel. Und hier brauchen wir tatsächlich eine langfristige, gute Strategie. Bei der Sanierung könnten wir natürlich auch ein paar Kräfte dadurch gewinnen, indem wir versuchen, weniger neu zu bauen und dafür mehr Bestand sanieren zu können. Zum Beispiel, indem die Daseinsvorsorge auf dem Land verbessert wird, sodass weniger Leute das Gefühl haben, sie müssen vom Land in die Städte ziehen, wo dann wieder neu gebaut werden wird. Danke. Micha. Was ist also? Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, ich fand, da war zumindest eine Frage, die sich auf europäische Vorgaben bezog und auch noch eine zweite, die ja politische Implikationen hatte. Also vielleicht. Aber du kannst auch gerne direkt an Olli übergeben, wenn ich dich jetzt hier auf falsch erwischt habe. Also vielleicht zwei Sachen. Das eine ist natürlich, dass wir gerade zu dem, was Lebenszyklusanalyse bei den Gebäuden angeht, da haben wir im europäischen Kreislaufaktionsplan genau dazu sozusagen Pilotprojekte, die das darauf auch eingehen. Das Zweite ist, glaube ich, nochmal diese Frage von, wie gehen wir eigentlich mit importierten, exportierten CO2-Emissionen um? Interessant, dass es für Deutschland so gilt, für die Europäische Union, glaube ich, als Ganzes würde man dabei was anderem rauskommen. Wir haben jetzt aber gerade auf der europäischen Ebene eine Debatte über sowas wie Klimazölle. Und ich glaube, das sind spannende Fragen, wie können wir eigentlich das Handelssystem auch dafür nutzen, mehr Klimapolitik einzusetzen. Auf der einen Seite solche Fragen wie, können wir Klimazölle einführen? Auf der anderen Seite, können wir überhaupt können wir Handelsabkommen mit Ländern vereinbaren, die sich nicht an die Klimaziele halten, wie zum Beispiel Brasilien? Und ich glaube, als dritter ganz wichtiger Punkt für internationale oder für globale Gerechtigkeit, wir haben ja auch beschlossen, ich glaube 2009 in Kopenhagen, dass ab dem Jahr 2020 es 100 Milliarden Dollar jährlich an
Fair-Leistungen von den Industrieländern in den globalen Süden geben soll, einfach um die Menschen im globalen Süden dabei zu unterstützen, mit den Klimaschäden klarzukommen und sich Technologie leisten zu können, damit sie schneller dekarbonisieren. Da sind wir noch nicht ganz bei diesen 100 Milliarden jährlich. Das ist wirklich wichtig. Das gehört auch mit zur internationalen Gerechtigkeit dazu. Das ist auch was, wo Europa und insgesamt die sozusagen industrialisierte Welt noch viel besser werden muss. Oliver? Also ich finde die Frage nach dem Rucksack der Importe eine sehr spannende und sehr wichtige, weil sie im Grunde genommen an der Stelle zeigt, wie begrenzt manche Budgetansätze dann auch sind, also dass man dadurch nicht absolute Gerechtigkeit herstellen kann, weil die Betrachtung nämlich dann immer komplexer und komplizierter wird. Weil es gehört ja dazu, dass Europa nach vor allen Dingen Ostasien eine Menge an sehr CO2-intensiver Produktion in den letzten Jahrzehnten ausgelagert hat. Und viele der Emissionssteigerungen, die wir gerade in China haben und wo wir in der Debatte immer hören, ja, die Chinesen produzieren so viel CO2, dass das im Grunde genommen etwas ist, was dann in großen Teilen wieder als Produkt bei uns landet und eigentlich bei uns angerechnet werden müsste, aber nicht wird. Und da bin ich genau bei Micha, das muss man für internationale Handelspolitik nutzen, wenn wir sagen, wir wollen unsere Industrie hier dekarbonisieren. Wie können wir Anreize setzen, dass das weltweit und international auch passiert, indem wir beispielsweise über Handelsverträge, über Klimazölle, über andere Instrumente, sehr komplex und sehr fachlich, aber dass wir da am Ende dann hinkommen, dass das auch in anderen Weltregionen, woher wir importieren, dann möglich wird und stattfindet. Ich möchte noch beantworten die Frage nach Wasserstoff und Batterien und nach den Gebäuden. Wenn es um Speicherung geht, da muss man immer gucken, welche Anwendung ist wofür sinnvoll. Ich will das an Beispielen deutlich machen, damit es nicht zu kompliziert wird. Im Pkw-Bereich, also wenn es um Pkw-Mobilität geht, bin ich der absoluten Überzeugung, ist die Batterie das Sinnvollste, weil da am wenigsten Energieverlust entsteht. Wenn man Wasserstoff nehmen würde, um ein Auto zu betreiben, kann man auch machen, die Technik gibt es, alles möglich. Da muss man aber die dreifache Menge Energie einsetzen, um den Wasserstoff herzustellen. Deshalb sagen wir, man soll den Wasserstoff in den Bereichen einsetzen, wo es keine Alternative gibt, beispielsweise in der Stahlindustrie. Und so muss man für jede Anwendung gucken, was ist da am Ende sinnvoll. Und dann zu der Frage der Gebäude. Das ist eine sehr richtige und sehr berechtigte Frage. Es geht nicht nur um das Heizen der Gebäude, sondern es geht auch um die Gebäudeherstellung. Dazu haben wir auch sehr detaillierte Vorschläge gemacht. Und es ist in der Tat richtig, dass das geht, dass das Gebäudeenergiegesetz, dass niemand in Deutschland weiß ja, dass Horst Seehofer auch Bauminister ist, da aber überhaupt nichts macht, sondern das umsetzen musste von europäischer Ebene, es aber so schlecht umgesetzt hat, dass praktisch überhaupt kein Fortschritt im Bereich der Klimapolitik gibt und wir da auch noch eine Baustelle hätten, was wir ändern müssen. Die konkreten Vorschläge, die Programmatik dazu, die haben wir, steht alles in unseren Papieren drin, dass wir Anreize auch schaffen müssen, dass die Betrachtung im Ordnungsrecht, was das Bauen angeht, dass auch die Gebäudeherstellung da relevant sein muss. Allein auch hier wieder die Frage, wo kriegen wir nicht nur die politischen Mehrheiten, sondern auch die gesellschaftlichen Mehrheiten her, weil das ist sicherlich auch eine Frage, die, wenn es um günstiges Bauen geht oder so, wie schaffen wir das, das übereinander zu bringen? Ich bin der absoluten Überzeugung, das kann man übereinander zu bringen, das ist auch gar kein Gegensatz, günstiges und klimafreundliches Bauen, aber wie schaffen wir dafür den richtigen Rahmen, dass wir das dann auch ermöglichen? Ja, es ist an mir, diese Runde zu beschließen und ich wollte mich erstmal nochmal ganz herzlich bedanken, bei den AutorInnen der Wuppertaler Studie, bei euch beiden natürlich ganz besonders, aber beim ganzen Team, auch bei der GLS Bank, die das finanziell ermöglicht hat, bei Fridays for Future. Und wenn man eins sagen kann, was daran spannend ist und was ich als eine Kernkritik mitgenommen habe aus gerade der Präsentation der Studie, dann ist es die, warum mussten wir das eigentlich in Auftrag geben? Warum habt ihr das nicht schon gemacht? Diese Kritik habe ich absolut verstanden und fand ich sehr berechtigt.
Gleichzeitig hat sich, wenn man sich jetzt in die Studie hineinliest, auch gezeigt, der Teufel steckt an etlichen Stellen im Detail, und zwar schon bei den Grundannahmen und der Basis. Und eins hat sich ja durch die Rückfragen gezeigt, dieser Budgetansatz, und je härter man die Gerechtigkeitskriterien anlegt, so sehr zeigt sich, wie schwer die Lage schon ist, in die wir uns gebracht haben. Also, und irgendwann wird nichts von dem, was gerecht ist, noch in der realen Welt möglich. Und in diesen Widerspruch kommen wir hinein, und mit jedem Jahr nicht handeln oder zu wenig handeln. Und Corona ist nun mal keine Klimastrategie, sondern nur ein Einfrieren der Wirtschaft, die keinen Strukturwandel in zentralen Fragen ermöglicht. Umso größer werden diese Widersprüche. Und diese Widersprüche, die müssen wir alle als Umweltbewegte mittragen, sozusagen. Das ist unser Rucksack, mit dem wir durch die Gegend gehen. Und das ist nicht eine Frage von, das ist, glaube ich, heute Abend auch deutlich geworden, dass irgendjemand nicht möchte, dass wir den notwendigen Klimaschutz in der notwendigen Geschwindigkeit global gerecht durchführen, sondern die Frage wird immer härter. Wie soll das, was dafür nötig ist, noch bewegt werden? Sowohl an Akzeptanz für finanzielle Kompensationen für den globalen Süden, auch für unsere europäischen PartnerInnen. Das heißt also Polen und viele andere, die noch nicht so weit sind in ihrer Umstellung ihres Konzeptes von Energie und Wirtschaftsversorgung mit notwendigen Gütern auf umweltfreundlicher Basis, die werden das auch nur tun, wenn sie innerhalb Europas Solidarität erfahren. Und weltweit wird es ähnlich sein. Ich glaube, die Gerechtigkeitsdebatte ist dafür international zentral. Die ist aber auch zentral für Deutschland, weil bestimmte Gruppen, über die wir hier so geredet haben, die sind ja tief sozial betroffen von dem, was wir sprechen. Also das ist eben nicht gleich, ob ich in einer Großstadt wohne mit relativ kurzen Wegen oder auf dem Land in einer unsanierten Wohnung mit niedrigen Löhnen und dann entsprechenden Problemen, dass man vielleicht die Gelder nicht so ohne weiteres mobilisiert bekommt. Genauso sind eben viele soziale Effekte deshalb zentral. Das ist auch der Grund, warum wir als Grüne nichts davon halten, einfach alle Fragen des Klimaschutzes nur auf einen CO2-Preis umzulegen. Weil das da führt dazu, dass die Reichen sich freikaufen können und die Ärmeren einen noch härteren Ausgleich leisten müssen im Klimabereich, selbst wenn sie ein paar Euro bekommen. So wird keine Akzeptanz wachsen für den notwendigen Wandel. Ich kann mir eine als Deformation professionell noch eine ökonomische Bemerkung nicht verkneifen. Natürlich, je härter und schneller man investieren will bei einer begrenzten Bevölkerung, desto mehr muss man zugeben, dass in dieser Zeit starker Expansion die Zeit und Ressourcen für persönlichen Konsum zurückgehen. Also je härter der Investitionspfad und je mehr Arbeitskräfte man in dem Bereich einsetzt, dann irgendwann habe ich auch weniger Ressourcen in einer Volkswirtschaft für den persönlichen Konsum. Also der Kuchen wächst nicht unendlich, vor allem wenn man noch die Begrenztheit der eigenen Leistungsfähigkeit, also soziale Grenzen des Wachstums, auch mit einbezieht. Und dann noch eine Bemerkung, die ich aus dem Chat interessant fand, von der klimapolitischen Sprecherin im Bundestag, oder energiepolitischen Sprecherin, Entschuldigung, Julia Verlinden, die meinte, naja, diese 100 Milliarden Euro, die ihr fordert an Investitionen pro Jahr in der Wuppertal-Studie, wenn man das mal vergleicht mit 50 Milliarden Euro umweltschädlicher Subventionen, auf die ja auch Oliver Krischer eingegangen ist, dann sieht man, dass diese Summe dann plötzlich gar nicht mehr so groß ist, selbst wenn man dieses Geld nicht einfach streichen kann, weil ja auch bestimmte Gruppen davon Nachteile hätten. Also die Subventionen bei der Heizenergie zum Beispiel sind wahrscheinlich sozial sensibel, aber die fürs Dienstwagenprivileg eher nicht, um es laissez-faire zu sagen. Das heißt, manche Dinge schrumpfen auch, wenn man endlich anfängt zu handeln. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich der moralische und ökonomische Imperativ ist,
dass wir jetzt endlich ins Umsetzen kommen. Und dazu brauchen wir eben sowohl in der Wirtschaft, in den NGOs und in den Parlamenten die notwendigen Mehrheitsverhältnisse. Ich will dann nicht noch abschließend sagen, danke an Anke Herold auch ganz besonders für die internationalen Einblicke und die in Perspektive setzen der Wuppertaler Ergebnisse. Danke an meine Kolleginnen und Kollegen Oliver und Michael. Und ich wollte noch hinweisen, nächste Woche am Mittwoch kommt zu Europe Calling Stefan Rahmstorff, auch ein prominenter Klimaforscher, Mitautor IPCC. Und der macht für uns ein Wissenschaftsupdate über die Zuspitzung der Klimakrise und der Erderhitzung und wird uns darstellen, was die Klimawissenschaft zur Lage unseres Planeten zu sagen hat. Ja, also von mir aus soweit. Gerne nochmal an Micha, wenn er mag. Er hat ja eben ein großartiges Angebot auch noch gemacht, diese vielen Fragen, die wir nicht beantworten konnten, so gut es geht, zusammenzufassen und schriftlich zu beantworten. Das ist wirklich großartig. Und Micha, es hat großen Spaß gemacht, das mit dir zu organisieren. Danke an euch für eure langes Aufbleiben und Mitdiskutieren. Wir bleiben dran und kämpfen fürs Klima. Bitte, Micha. Ja, ich bleibe gar nicht viel zu sagen. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Vielen Dank für das Interesse. Es war ein wirklich großes Interesse an diesen auch zum Teil wirklich detaillierten und technischen Fragen. Wir werden eben diese Fragen von, ich weiß gar nicht, wie viel sind es jetzt, 344. Wir werden versuchen, ein FAQ davon zu erstellen und das dann nochmal an alle rumzuschicken. Wir konnten leider nicht alle beantworten. Und ich glaube, ja, es ist jetzt schon spät. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass wir diese Anfrage, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem 1,5-Grad-Ziel, liebe Grüne, dass wir das ernst nehmen, dass wir genau drauf schauen, was können wir tun, wo können wir uns noch verbessern und diese Debatte unbedingt führen wollen mit der Wissenschaft und mit allen, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, so auf der Suche nach den besten Lösungen werden wir jetzt einfach auch noch die nächste Zeit bestreiten und unser Programm weiterentwickeln. Und ich wünsche euch allen jetzt einen schönen Abend und wenn ihr noch nicht gegessen habt, einen guten Appetit. Ich gehe jetzt was essen. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Dankeschön.